Hallo miteinander. Gestern hatten wir mal wieder Bock auf ein Spiel, das mehr eine Geschichte erzählt, ein bisschen Abenteuer, anstatt irgendwelche Leisten hochzuwandern und Siegpunkte zu machen. Deswegen haben wir einfach mal wieder Bock gehabt, eine Runde Runebound Second Edition zu spielen. Aber hoppala, aber nicht das normale Grundspiel, sondern, also das Grundspiel schon 2005, Second Edition, sondern die Erweiterung oder Total Conversion, wie man sagen will, die Wüste von Al-Kalim, wo praktisch das ganze Spiel in so ein Tausend und eine Nacht-Szenario, so orientalisch und so bringt. Komplett neue Questkarten, neue Gefährten, Helden, die passend sind und ein paar veränderte Spielregeln, die nämlich genau in die Kerbe reinschlagen, was ich beim Grund-Runebound eigentlich immer so ein bisschen öde fand. Es gibt hier im Prinzip so Aufträge, Quests zu erledigen, Questreihen, die man absolvieren muss, anstatt wie beim Ur-Runebound, wo man einfach Monster tötet, hochlevelt, bis man ein rotes Monster hauen kann und dann ist man mächtig und dann hat man gewonnen oder so. Da eiert man dann praktisch so rum und levelt sich nur hoch. Und während man hier bei Wüste von Al-Kalim, ist echt eine nette Story, ne? Es gibt da dieses Buch der 99 Geschichten. Und wir setzen uns als Helden jetzt praktisch dran, die hundertste Geschichte zu schreiben, indem wir vier sagenhafte Heldentaten vollbringen von fünf möglichen. Nämlich ein legendäres Reittier zu erlangen oder einen legendären Ort zu finden oder ein legendäres Artefakt oder so. Und eins davon, das sind praktisch Story-Quests mit viel Text, Flavortext drauf, wo man irgendwo hingehen muss und irgendeine Prüfung machen, irgendwelche Fertigkeit proben und dann darf man es umdrehen und hat man meinetwegen dieses legendäre Artefakt als Inventargegenstand, das einem irgendwie hilft und so. Und da kommen coole Sachen dabei raus von versunkenen Städten, die unterm Sand vergraben sind und dann zum Vorschein kommen und erkundest die dann und das ist dann Bazar. Und das ist alles ziemlich cool und du hast auch immer so ein am Tisch hier so ein gutes Gefühl, wie weit ist der andere Spieler? Ja? Hat er schon zwei oder drei Quests und oh shit, ich habe erst eine und du kannst da nicht einfach vier Stück gleich am Anfang des Spiels machen. Du musst praktisch dich auch erst hochleveln, damit du die Erlaubnis hast, überhaupt so viele Quests zu machen. Die sind stellenweise einfach oder auch schwer, also die sind da nicht so richtig gebalanced, da muss man ein bisschen Glück haben, aber man muss sie ja nicht machen. Ja? Und was halt echt schön ist im Vergleich zum Grundspiel, ist halt, hier werden solche Fertigkeiten viel mehr abgefragt. Da geht es nicht nur um Nahkampf, Fernkampf und Magie, sondern da werden diese Zusatzfertigkeiten, die jeder Charakter ja hat, er hat +4 auf Diplomatie oder +3 auf Klettern oder sowas, wird dann plötzlich wichtig, weil diese Prüfungen bestehen meistens aus solchen Fertigkeiten. Deswegen gibt dir das Spiel dann praktisch auch noch ein paar so Zusatzgegenstände an die Hand, die du in den Städten kaufen kannst. Nämlich ein Kamel, um weiter zu reiten durch den Sand, eine Wasserflasche, um unterwegs die Erschöpfung wegzubekommen oder halt Abenteuerausrüstung, um den Würfelwurf um +3 zu erhöhen oder so. Und das ist das Interessante, weil es ist ja heiß, es ist Wüste und es ist alles schlimm. Und deswegen unterscheidet das Spiel zwischen Tag und Nacht. Du als Spieler sagst praktisch am Anfang der Runde: Für mich ist jetzt Tag, ich mache jetzt tagsüber eine Aktion. Und das ist dann deswegen wichtig, weil bei Bewegungen, wo man ja hier bei Runebound diese Würfel da würfelt, um dann zu schauen, welche Art von Terrain kann man durchqueren, da wird dann drauf geguckt, ob man startet in einer Wüste oder in einem Sumpfland oder in einer Schlucht oder halt einfach in einer Sandbank oder sowas. Und alles, was man da so tut, strengt einen an. Das heißt, man bekommt solche Erschöpfungsmarker, die im Grundspiel jetzt. Also eher selten der Fall sein, dass die irgendwie wichtig sind, die behindern einfach einen nur beim Bewegen. Und hier ist es eine essentielle Spielmechanik, die Erschöpfung hast du die ganze Zeit, mit der musst du haushalten, weil die behindert dich auch beim Bewegen, du bekommst weniger Würfel. Die Charaktere sind darauf ausgelegt, dass Erschöpfung immer schlecht ist. Deswegen musst du gucken, dass du die A vermeidest oder vielleicht wegbekommst. Und die Regeln sind halt so, das Spiel guckt, wo startest du denn gerade? Bist du in einem saftigen Feuchtland, dann kriegst du keine Erschöpfung. Bist du mitten in der Wüste, dann bist du erstmal total verschwitzt und erschöpft. Und wenn du dann noch so eine Fata Morgana würfelst, also Bäume, die gibt es in diesem Wüstenlevel natürlich nicht, dann kriegst du nur mal Erschöpfung. Und falls du es wagst, in einer sandigen Düne oder so zu starten, deine Bewegung, dann kriegst du gleich zwei Erschöpfungen. Oder? Irgendwie so. Und so tust du praktisch deine Bewegung schon ein bisschen haushalten und gucken, wo du aufhörst zu laufen. Du kannst aber auch einfach nachts laufen. Nachts interessiert das alles nicht. Da ist es kühl, da erschöpft man nicht. Aber alle Gegner und Quests, die man trifft, haben einen Tag- und Nachtmodus.
Monster haben vielleicht nachts mehr Hitpoints, sind schwieriger zu besiegen als tagsüber, weil die leiden auch unter der Hitze oder so. Und das macht es voll interessant. Also es gibt da so eine zweite Schicht auf das Spiel drauf, ziemlich cool. Und vor allem gibt es auch keine Nullzüge sozusagen. Weil wenn du jetzt mitten irgendwo in der Pampa stehen bleibst, weil deine Bewegung ist aufgebraucht und die Stadt oder das Ziel, wo du hin willst, ist noch weit entfernt, dann ist der Zug nicht vorbei. Nein, da gibt es dann anstatt dem Abenteuerschritt, den es bei Runebound normal gibt, gibt es hier noch einen Geschichten- oder einen Story-Schritt. Du kannst dann praktisch einen Würfel würfeln und je nach Symbol kannst du hinten an der Tabelle ablesen, was dir so passiert. Ja, es kommt ein Sturm kommt auf oder du findest eine Quelle oder ein Gold oder ein Trugbild oder die Stadt, die eine Stadt, die verschollen ist, die schält sich aus dem Sand oder irgendwie sowas. Passieren halt so coole Dinge. Nachteil ist halt, die Liste ist nicht so lang und es wiederholt sich relativ schnell. Aber es hat meistens positive Effekte und wenn es Nacht ist, kannst du natürlich auch von einem umherstreifenden Monster angegriffen werden, was auch schlecht ist. Dann gibt es noch hier so einen Sturmmarker, das ist auch cool. Das ist wie bei Dune oder so, dass hier ein Sturm so über die Karte fliegt nach bestimmten Regeln und verdeckt praktisch Ortschaften, die du vielleicht besuchen möchtest. Oder ein Basar ist nicht zugänglich, sonst macht er jetzt eigentlich nicht viel, der verursacht keinen Schaden oder so, aber es lässt sich ja ausregeln, dass der ein bisschen gefährlicher daherkommt. Das ist nett, also es sorgt halt fürs Szenario. Und alle Gegner sind halt zu diesem orientalischen Szenario passend. Das sind irgendwelchen Flaschengeister, Djinn oder so oder irgendwelche Wüstenviecher, Sandwürmer, auf denen man reiten kann, gibt es auch. Ja. Also echt cool, hat echt Spaß gemacht. Und das Grundproblem vom Hauptspiel ist natürlich hier trotzdem auch, jeder spielt im Prinzip so ein bisschen vor sich hin. Ja. Das ist so ein Solitär-Multiplayer-Spiel, aber so ein angenehmes, weil wir spielen das ja mit der Sonderregel, dass wenn ich jetzt auf ein Monster treffe, dann lese nicht ich die Monsterkarte und mache die Proben, sondern der linke Nachbar liest die Monsterkarte und spielt das Monster für mich praktisch. Und ich mache dann halt gegen die Proben und der sagt, dann trifft es oder trifft es nicht. Sondern es sind ein paar andere Leute auch involviert und man kauft sich ja gegenseitig die Gegenstände weg, man nimmt sich die Quests weg. So ein bisschen Wettlauf ist es durch diese Questmechanik. Das ist dann schon besser. Und ich muss schon sagen, Wüste von Alkalim verbessert das Grundrunenbauen schon enorm, was das angeht. Es tut an den richtigen Stellen Dinge hinzufügen. Aber es sind halt nicht viele Karten. Also du mit einer Spielsession, behaupte ich mal, hast du fast schon alle grünen, gelben Karten auf jeden Fall mal gesehen und dann kommen die halt immer wieder. Das ist jetzt halt kein Spiel und auch diese Quests sind nicht so viele, ja. Da kennt man bald mal alles. Das darf man nicht zu oft spielen. Aber wir haben es jetzt ja seit 7, Quatsch, doch, halt brutal, ey, das ist ja, das ist heftig. Ja, 2007 ist das Spiel rausgekommen. Da habe ich es damals gekauft, das weiß ich noch. Also ich habe das schon 10 Jahre nicht mehr gespielt. Aber ist gut, dann kann man es machen, dann ist es auch nichts Neues. Oder wieder frisch, so meine ich das. Und echt cool, hat uns echt Spaß gemacht. Ich habe die Kamera mitlaufen lassen, zumindest beim größten Teil vom Spiel, am Anfang und am Schluss. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch sitzen bleiben jetzt und Let's Play zu diesem Spiel angucken. Weiß nicht, ob das so interessant ist, aber habe ja noch nie verstanden, wie wir das gucken können, aber von mir aus, ihr könnt gerne Let's Play reinschauen, wie wir Wüste von Alkalim spielen und am Anfang erstmal ein bisschen merken, dass wir die Regeln dann doch nicht mehr so ganz frisch drauf haben, aber dann geht's dann los und echt ein schönes Spiel, vor allem wenn man auch diese Storykarten hier vorliest, mit was der andere machen muss. Er muss ein bestimmtes Gebirge und dann bei Nacht muss er da oben rum und eine Probe machen. Cool gemacht. Ja, also nach vielen Jahren von Eurogames und Strategie und 4X und so war es einfach mal wieder ein bisschen geil, so ein Fantasy-Abenteuer-Story-Spiel zu spielen im Sinne von Talisman oder so. Und da habe ich dann Bock gekommen, jetzt mal wieder so ein ganz, ganz gruseliges Spiel von damals rauszuholen, nämlich die Rückkehr der Helden. Ja, ist auch so ein Spiel in der Hinsicht. Ganz schlimme Erinnerungen dran. Und das hole ich jetzt mal wieder raus für ein Retro-Review oder so. Das gucken wir uns als nächstes an. In diesem Sinne, viel Spaß beim Let's Play, Runebound, Wüste von Alkalim. Bis bald. Tschüss. Ein bisschen Story, ne? Also, Adventure Danger. Ist irgendwie komisch. Sind die so dick? Okay, alles klar. So, was passiert? Kellos Ritter, ein Kreuzfahrer. In Terrenod würde er nicht als richtiger Ritter gelten und unter all seiner Rüstung ist er auch gar nicht so stark. Ja, diese Herausforderung erhält einen Bonus von +4 für ihren Geisteskraft, Körperkraft oder Gedankenkraftswert jeder Phase, in der ein Held oder eines seiner Verbündeten angreift. Und, okay. Ja, ich verteidige jetzt erstmal den Der hat Fernkampf. 15, 15, 15. Und greift aber nur mit Nahkampf 1 und alle anderen hat er 0. Das ist cool. Da brauche ich ja. Das heißt, du kannst im Endeffekt, mit was greifst du an? Ich mit Nahkampf. Ja, dann musst du im Endeffekt nur einen Nahkampf-Check machen. Also,
Juhu, ich. 15, Entschuldigung. Wieso 15? 10 plus 5 ist 15. Da ist plus 5 drauf. Mhm, das ist meine Stärkste. Und gleich und höher gilt schon bei dem Spiel. Also mache ich jetzt 3 Schaden, oder? Ja. Wie viel hat er? Ist er tot? Ich glaube einen. Oh, ja, tatsächlich. Ja. Okay, was kriege ich als Belohnung? Du erhältst 2 Gold und diese Karte. Du kannst die Karte abwerfen, um den durch einen Kreuzfahrer in allen Phasen der ersten Kampfrunde verursachten Schaden auf 0 zu reduzieren. Lächerlich. Gut. Also der hält einfach einen zweiten Kreuz. So, und ich habe diesen auf. Token hier. Wunderbar. Okay, nächster Spieler. Damit ist die Runde beendet, oder? So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Weil wir sind jetzt. Könnte ich noch Erfahrungspunkte also ausgeben? Ich starte auch nachts. Okay, tags, ja, tags, ja. Sorry. Was, tags? Tags? Ja, oder? Weil ja, weil okay. Da gibt es ja keine Dings, oder? Da, beim Loslaufen halt. Ja, das ist nichts, null, nee, aber genau. Falls du jetzt hier was würfelst, hast du einen Wald gewürfelt? Nein? Okay, nee. Dann keinen Abzug. Sehr schön. Oh, ist das hier Wald? Nee, das oder sind so Tannenbäume, die sind. Ja, weil die kann man. Das ist Sumpfland. Okay. Ja. Was brauche ich dafür? Das ist Gebirge, oder? Ja, das sind Schluchten. Schluchten sind diese spitzen Berge. Und dann gibt es noch Hügel. Wo ist die Anleitung da drüber? Hier. Genau, ah, ja, okay. Da oben. Das sieht man. So, ich finde hier drin nichts. Ah, aus dem Sumpf haben sie jetzt Ödland gemacht. Ja. Okay. Also ich würde gerne mal so in die Richtung gehen. Mhm. Aber da bräuchte ich hier noch einen Hügel. Und da war noch einen Hügel. Und hier war eine Straße. Das sieht ganz gut aus. Ja, also, komm mal hin. Komm schon. Grüne Gäste. Bitteschön. So. Hört, hört. Verzweifelte Verbrecher. Gier und Verzweiflung treiben Menschen zu merkwürdigen Taten. Falls du momentan Gold und Objekte im Wert von insgesamt weniger als 3 besitzt, besiegst du diese Herausforderung automatisch. Ja, ich habe gerade 3. Falls du momentan Gold und Objekte im Wert von insgesamt mehr als 6 besitzt, verursacht diese Herausforderung plus 1 Schaden, also plus 1 Herzle in einem Kampf. So, der würde, der macht Schaden im Fernkampf, wenn ich das richtig sehe. Dann verteidige ich im Fernkampf. Und darf man das sagen, was er für Verteidigungswerte hat? Ja, normal liest er die Karte also, ja selber. Okay, dann hat er 11, 13, 10. Also mhm. Sprich 11 im Fernkampf und 13. Und er macht nur im Fernkampf. Und genau, slash 1. Also dann wehre ich den Fernkampf ab und mache selber einen Magieangriff. Ich komme auf 11. Was hat er im Fernkampf? Er kommt auf 11. Wenn ich genau auf 11 komme, dann habe ich es geschafft. Okay, dann mache ich Magieangriff. Da komme ich auf 16 und mache ja, 2 Schaden. Da hat er 10 und 2 Schaden reicht. Dann? Genau. Du bist tagsüber oder nachts? Tagsüber. Ja, dann reicht's. Nachts, ja. Tagsüber. Ja, genau. Nachts sind sie stärker, die Karte. Ja, klar. Ja, die leiden auch unter der Hitze. Okay, Belohnung. Nimm diese Karte. Wenn du gegen einen Banditen kämpfst, wirf diese Karte in der Phase vor dem Kampf ab, um ein Herzchen zu verursachen. Kein Gold. Achso, die haben nichts. Die wollten Gold von dir, die Karte. Ah, Wahnsinn. Okay, dann würde ich des Nachts losmarschieren. Ah, und die ist jetzt weg, oder? Ja, die wird auch jedenfalls halt die Karte weg. Jetzt weiß ich, was ist. Ich mach wie viel zum Ab? 3. 3 immer, ja. Das ist schneller das Spiel. Das kann sich doch kein Mensch mehr. Tiefland herin. Was ist das da? Trugbild, Trugbild, oder? Oh, ganz schlecht. Zweimal Trugbild. Kriegst schon 2 Erschöpfungen oder für jedes? Nö, also es muss das alles dabei sein. Eine Erschöpfung. So, genau. Haha, geht schon los. Geht schon los. Eine Erschöpfung. Und jetzt? Wo kann ich denn da mitten hingehen? Das reicht mir noch nichts. Bildland. Du kannst für eine Stadt für die einen beliebigen nehmen. Kann ich eigentlich auch so einen Questmarker überspringen, oder? Ja, ja, du musst die, nur wenn du da anhältst und die Aktion machst, dann betrifft er dich. Jetzt rückst du ja speziell nach Ärger. Was ist Schlucht? Keine Schlucht, sei es richtig. Keine Schlucht. Ich würde gerne dorthin gehen, aber das reicht nicht, oder? Hast du einen Ödlandmarker? Das ist der hier. Strahl.
Straße. Dann, nein, man ist Ödland. 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 Genau. Und dann über die Schlucht kommst du nicht, oder? Und über die Schlucht komme ich nicht. Du bräuchtest ja zwei Straßen. Und zwei Straßen habe ich auch nicht. Also du gehst halt in die Stadt. Da gibt's nichts. Wieso? Aber ich glaube, ist das nicht so, wenn du ansagst, also wenn du einfach nur ein Feld laufen möchtest, ohne zu würfeln, musst du das machen, bevor du würfelst. Ja. Genau. Ja, okay. Ja, gut, dann kommst du vielleicht an den ran. Ist halt gelb. Ja und? War doch jetzt bisher auch nicht schwierig. Ja, also gut, komm, probieren wir das halt. Kriegst du aufs Maul? Ja, oder? Also gut, das nachts, egal. Auf geht's, Partner. Sind wir jetzt nachts? Wir sind nachts. Wir sind nachts und eine Ödland-Echse greift dich an, eine Abscheulichkeit. Vor dem Kampf prüfe Helmsymbol auf Weisheit oder Weisheit 16. Hast du Weisheit als Sonderfähigkeit? Nö. Okay, also dann eine Probe auf deinen Helmwert. Auf meinen Helmwert. 12. 15. Um die Schwachpunkte der Panzerung der Echse zu erkennen. Aber es ist dunkel, du siehst nichts. Bei Misserfolg verursachen dein Held und seine Verbündeten in jeder Kampfphase ein Herzchen weniger Schaden. So, los geht's, kämpfen. Die greift nur bei Nahkampf an übrigens. Also kannst du es vergessen. Bei Nahkampf greift er an. Ja gut, ich mach mal Fernkampfangriff. Ich habe überall nur 3, also insofern. Das reicht doch mit 2 W10, komm. Ja. 13, 16. Jawohl, wie viel Schaden? 1. Was? Okay. Also 0. Ja. Was in jeder Phase macht ihr einen Schaden weniger? Ja. Dann kann das in der ersten Kampfrunde, oder? Nur einen Schaden. In jeder Kampfphase? Ja, dann hat sich in der ersten Runde oder überhaupt? Das steht nicht dabei. Ja, dann kannst du ja gar keinen Schaden verursachen. Ja, dann machst du es, weil ich mache keinen Schaden auf die Hexe. Ah, okay. Dann musst du dich jetzt auf jeden Fall einmal für den Nahkampf verteidigen. Richtig. Okay. Der und dann darfst du flüchten. Ja gut. Ich darf oder ich muss oder ich kann automatisch. Da musst du eine Probe machen, ob das klappt oder flüchten. Ja. Also gut, ich komme auf 13 bei Nahkampf. Freucht nicht, kriegst 3 Schaden. Was? Jawoll! Das geht ja gut. Voll neigfest. So, jetzt sind wir wieder von vorne. Und jetzt darfst du flüchten. Und zwar ist das auch so eine Geschicklichkeitsprobe, also der Helm. Der Helm. Falls ich dachte, Schaden geht auf Erschöpfung oder so. Erschöpfung ist Erschöpfung, Schaden ist Schaden. Ja. 12. Das reicht nicht. Du musst ein. Du hast eine Verletzung und du kannst den Versuch erneut unternehmen oder zum Fernkampf übergehen. Also aber jetzt gibst du erstmal um. Bist du tot? Er nimmt ja eine Verletzung. Ah, ein Verletzung wie tot, ja. Jetzt kommt er in der ersten Runde, weil der Wissen, ja, ja. Ist immer stirbt. Okay. Außer Gefecht gesetzt. Du musst alle Verletzungs- und Erschöpfungsmarker von deiner Karte nehmen. Jawohl. Das gesamte Gold zurück. Teuersten Verbündeten, teuerstes Objekt ablegen, nächste Stadt, kostenlos. Und dann bist du fertig. Also hast du im Prinzip bloß dein Geld verloren. Ja, bloß ist gut. Aber ich würde sagen, du startest jetzt das Spiel neu. Ja. Hier, mit Geld, das ist cool, weil es ist schon das Gang wert. Ja, wie jetzt? Geld weg? Ja. Hast du noch diese Marke hier? Das kommt jetzt zum Tragen, genau. Du hast jetzt den Kampf vermasselt. Ja. Und dieses Monster, die Ödland-Echse, die liegt jetzt hier auf Platz 4 oder wo es halt Platz hat. Ja. Was macht die denn? Wir markieren das. Jemand anders kann die sich pflücken. Ah. Die bleibt da jetzt halt liegen, bis jemand hinkommt und da halt weiterkämpft. Wo war das? Hier. Da. Oben. Das geht ja gut los. So. Ja. Alright. Dann bin ich wieder dran. So, ich bin ja der da. Die Ödland-Echse war jetzt fies, gell? Soll ich versuchen, die zu packen? Ja, mach mal. Ah ja, mit Nahkampf, ne? Okay. Es ist Nacht. Und ich lauf los. Lauf der Ödland-Echse. Eine Fata Morgana in der Nacht. Ja, das ist schon mal schlecht. Kriege ich Erschöpfung. Und wenn ich Erschöpfung habe, dann bin ich schlechter im Nahkampf. So, ich brauche eine Straße, die habe ich, und ich brauche eine Wasteland-Geschichte, dann bin ich da. Bumm. Vor dem Kampf war das, ich prüfe 11 plus... Was? Oh, das reicht nicht. Also ich habe auch dieses Problem, dass ich einen Schaden weniger mache. Na, großartig. Dann kommt es zum Nahkampf. Scheiße. 15. Doch, das reicht. 15
Euch genau, aber minus 2 jetzt, weil ich bin müde. Wie viel machst du? 1 Schade. Das ist mehr als ich. Ja. Und das habe ich nie verstanden im Spiel. Wenn ich ja jetzt immer angreife, wie will denn das Viech mich dann eigentlich verletzen? Das geht nur, falls ich es jetzt vermasselt hätte, oder? Wenn du es vermasselt hättest, macht dir die Schaden. Genau. Okay, alles klar. Also dann geht es jetzt vorne los. Möchte ich flüchten? Nein, möchte nicht. Aber mir gesagt, dass jetzt der Malus, der gilt jetzt jede Runde. So haben wir es gerade eben gespielt. Also machen wir weiter. Also, das reicht locker. Wieder ein Schade. Ja, klar, immer. Also 15, wieder ein Schade. Jetzt ist mein Glück. Ne, immer noch. Ah, ja, cool. Und das ist Nacht. 9. Easy. Jetzt 8 plus 5. Das reicht dann nicht auf 15. Ne? Mhm. Dann kriege ich jetzt 3 Schaden. Ja. Ja, okay. Du machst jetzt gerade immer Nahkampf, weil du sagst, ne, das macht ja auch Nahkampf, dann ist ja egal. So, ist so, jetzt muss ich also mal probieren. Ah ja, 15 erleuchtet durch der Würfel. Tot. Aber ich bin ziemlich verwundet. Cool. Was kriege ich? Da hält 4 Gold und diese Karte. Da liegt übrigens ein vertrockneter Ork daneben. Du kannst diese Karte neben einem Rüstungsobjekt ablegen, das 1 oder mehr Schaden abwehrt. Dieses Objekt wird nun einen zusätzlichen Schaden ab, wenn es aktiviert wird. Also kannst du einfach dein Schild mit der Haut der Echse bespannen und oder die Schatten der Echse. Finde ich alles gut. Jetzt kommt der Teil Erfahrung ausgeben. Also ich habe jetzt ja schon genug, 3, ich würde ausgeben, um was hochzuleveln. Ich nehme ja gleich was da drüben. Und diese 2 lege ich jetzt hier drauf. Das heißt, ich durfte schon 2 von den Karten haben, aber komme ja nicht dazu. So. Was muss ich machen, wenn ich irgendwo in der Gegend rumstehe, oder? Erfahrung, oder? Nee, die Karten. Achso, die da. Ja, du musst Pause machen oder in der Stadt geht's auch. Mhm. Und anstatt Bazar besuchen, den Geschichtenwürfel würfeln. Okay. Ich nehme mir tatsächlich jetzt mal, um meinen schlechten Fernkampfwert hochzuleveln, so ein Geschicklichkeitsding. Und bin fertig. Wo ist's? Wenn ich jetzt tagsüber reisen würde, würde ich eine Erschöpfung nehmen, oder? Kommt drauf an, wo bist du jetzt gerade? Ah ja, du bist nicht in einem. Was ist das? Feuchtgebiet. Das ist keine Düne. Also eine Erschöpfung kriegst du jetzt schon auf jeden Fall mal. Beim Loslaufen. Plus, falls du jetzt einen Wald würfelst. Ja, komm, die Erschöpfung nehmen uns. Ja. Nein, es sind nur Berge drauf. Sehr schön, also gut, dann weiter. Ja. Dann. Warte mal. Ja. Lass mal schnell. Anscheinend soll auf diese Symbole hier ab und zu mal so Sonne drauf sein. Dann gehe ich mal zu dem Grünen hier. Grün? Okay. Oh. Eine lebende Quelle. Solch eine Kreatur kann in der Wüste nicht lange überleben, wenn sie nicht eine Wasserquelle findet, wie du es bist. Vor dem Kampf. Prüfe Nahkampf, also die Hand Ausdauer, während die Wellen dich umspülen. Ich habe auf Vorhersehung oder Diplomatie, also insofern. Was? Hand? Hand. Da komme ich auf 18. Ja, das reicht. 15 hätte gereicht. So, dann die macht Schaden im Nahkampf und in Magie. Und in Magie? Jawohl. 1 und 2. Dann wehre ich den Nahkampf ab und mache selber Magieangriffe. Nahkampf komme ich nur auf 6. Dann macht sie einen Schaden. Okay, Magie. Ich hatte ja die ganzen guten rausgewürfelt. 17. Das reicht. Dann mache ich 2 Schaden. Dann ist sie tot. Na, sehr gut. Belohnung. Du erhältst 2 Gold und diese Karte. Nimm die Karte in der Phase vor dem Kampf ab, um die lebende Flamme zu besiegen. Du löscht sie praktisch. Vorher kam die Frage nach dem Heiler in der Stadt. 1 Gold für ein Herzchen weg. Ja. Und, oder eine Schöpfung. Starter billiger. Das ist relativ teuer. Du gut, Tag oder Nacht? Ich gehe bei Tag aus der Stadt da drauf. Ich dachte, das geht. Ja, schon. Okay, das ist klar. Ich überlege gerade was, wenn du in der Stadt startest, ist das ja keine. Es ist kein Sumpffeld und es ist keine Düne. Du müsstest ja theoretisch Erschöpfung kriegen, aber ich sehe es jetzt gar nicht ein. Ich glaube, wenn du in der Stadt startest, nee. Nö, ich würde es auch so machen. Hausregel, machen wir so. Okay. Also, das ist, glaube ich, grün. Grün. Oder? Cool. Immer bei dem Monster darauf achte, ob neben dem Namen so ein Sonnenkranz-Symbol zu sehen ist, weil dann müssen wir das auffüllen. Ja. Ich habe jetzt mal geguckt, aber ist ja nie was. Ein Grabplünderer, ein Hexer, wer braucht schon lebende Diener, wenn man Leichen hat?
Nahkampf, falls du es machen willst. Willst du Nahkampf machen? Macht der auf Nahkampf nur Schaden, oder was? Der macht nichts auf Nahkampf, aber ja. Du musst in der Nahkampfphase eine Prüfung machen auf Magie. Ja, dann und den Skelett. Vor dem Kampf. Nö, wenn noch Nahkampf tatsächlich, wenn das dran kommt, also in der Reihenfolge. Du musst ja von links nach rechts immer durcharbeiten. Mhm. Ja. Und der holt dann immer so Leiche aus dem Boden raus. Und das ist cool. Ja, ja gut, aber wenn ich das nicht will, dann mache ich da einen Vorkampf. Nee, das ist tatsächlich. Das muss ich immer vor dem Kampf. Wieso? Dann steht er nicht vor dem Kampf. Prüfe 13, um den Skeletten deinen Willen aufzuzwingen. Beim Misserfolg versucht diese Herausforderung plus 1 im Nahkampf. Hm, okay. Plus 1 was? Schaden? Ja. Das macht es ja bisher gar nicht, oder? 0, ja. Ah, okay. Ja, dann machen wir es halt vor dem Kampf. Tatsächlich, nee. Ja, sonst macht es ja gar keinen Sinn, oder? Ist nicht klar definiert, ja. Aber gut. Aber es ist storymäßig. Ja, immer jetzt mal vor dem Kampf auf den. Mhm. Okay. Darf ich würfeln? Ja. 17. Locker, wie viel Schade? Ein Schade. Okay, dann geht's weiter. Jetzt kommt der Nahkampf. Und jetzt musst du prüfen, ob der Schade macht. Überhaupt, weil sonst muss weg. Also muss ich jetzt eine Magieprobe machen. Magieprobe. Okay. 21. Locker. Also da kommen so Skelette aus dem Boden, die ziehen dann dir und du dappst dir einfach. Ich dapp sie einfach. Alles okay. So. Genau. Also dann kommt jetzt aber Magie und musst verteidigen gegen Magie. Ja, 15. Reicht. Okay, so. So, zweite Runde. Ja, ich mache wieder einen Nahkampfschaden. Ja, läuft dann gerade. 12. Reicht gerade so. Juhu. Wieder ein Schaden. Ist tot. Tot. Belohnung. Zwei Geld und diese Karte. Hoppla. Sehr schön. Guck, jetzt bist du doch wieder flüssig. Ja. Und der Erfahrungsmarker. Muss ich jetzt die Karte spannen? Ja, da steht drauf und diese Karte. Hier stand links. Die Karte verbinden, zurückzukommen. Oh, das ist cool. Okay. Bin ich dran? Ich würde. Wo bin ich denn? Ich würde tatsächlich hier mal sitzen bleiben und so eine Geschichtenerzählphase auslösen. Dann mal schnell lesen, wie die nochmal genau heißt. Eine Geschichtenphase, genau. Also ich sitze da jetzt rum und rummel aus. Ich mache also keine Bewegung und für jede Bewegung, die ich nicht mache, tue ich natürlich Erschöpfung weg. So. Und jetzt mache ich einen Geschichtenschritt. Entweder nehme ich eine Legendenkarte, ich würfel den Würfel, oder ich gehe einen Basar erkunden, was nicht geht, weil es keine Stadt ist. Ich würde mir jetzt eine Karte schnappen und nehme jetzt einfach die oberste. Kann ich eine neue Legendenkarte ziehen? Lalalala. Die oberste, die auferlegt. Jawohl. Also es geht einfach bei den Legenden nochmal. Berühmte Persönlichkeit, legendäres Reittier, legendäres Artefakt, eine verlorene Stadt, sowas wie das da. Und eine Rune. Geht das nach den Farben der Questen oder nicht? Nee, das hat damit nichts zu tun. Und du brauchst von 5 sind es ja und 4 Stück solltest du haben am Ende vom Spiel. Und dann kannst du das Endgame einläuten. Ich würde jetzt mal das da machen, einfach so Flavor. So, ich lese vor. Die Prüfung der Sterne. Das Wissen des Turms der Weisen wird nur demjenigen offenbart, der einen himmlischen Trank zu sich nimmt. Gewonnen durch die Destillation des Mondlichts. Zunächst musst du mit Hilfe der Sterne und des Mondes den richtigen Zeitpunkt für die Prozedur wählen. Dann musst du dein alchemistisches Wissen, das du nicht hast, anwenden, um den Trank herzustellen. Schließlich musst du dir den himmlischen Trank einflößen und seine giftige Wirkung überstehen. Okay, also ich muss erstmal zum Felsgestein des himmlischen Plateaus. Also ich muss dorthin und dann muss ich in Geschichtenwürfel würfeln und dann befolgen. Und dann muss ich Prüfung bestehen. Vorhersehung, Weisheit und Ausdauer. Und dann darf ich es umdrehen und habe die Belohnung. Und was ist, wenn du es nicht schaffst? Musst du dann ablegen, also abwerfen, nicht geschafft, neue Prüfung nehmen? Oder? So habe ich es verstanden, dass die tatsächlich drunter kommt und die ist verpufft. Ja. Okay. Deswegen darfst du auch mehrmals welche haben. Ja gut, ein Versuch halt. Ne? Beschäftigt. Je Quest. Genau. Okay, ist nicht ganz ohne. Und deswegen ist die Geschichte mit dem Equipment, das man da kaufen kann, da drüber gut, weil das meistens Geschicklichkeitsprobe sind. Oh. Ne? Plus 3 und so. Und damit ist mein Ding schon fertig. Ich bin durch. Okay. Habe ich nichts gemacht. Also, wenn ich jetzt die eine Erschöpfung heilen möchte, dann würfel ich einfach mit einem Würfel weniger. Richtig. So, aber jetzt kommt drauf an, wo du startest. Wo bist du denn? Ja, dann kriegst du ja wieder Erschöpfung. In der Nacht. Ah, okay. Okay, dann gehe ich mal hier hin. 3 Straßen habe ich.
Genau. Tapp für deine Grüne. Hau ihn. Ein Blutbohrer. In der Wüste braucht jeder Wasser, um zu überleben. Der menschliche Körper besteht überwiegend aus Wasser, wie man weiß. Genau. Das sind alles. Kein Frieden. Ja. So, Nahkampf. Diese Herausforderung versucht im Nahkampf plus ein Schaden, falls der angreifende Charakter bereits mindestens ein Herzchen hat. Ja, habe ich. Also, dann macht es. Gut, der macht ansonsten, den Nahkampf. Ja, der macht im Nahkampf nur. Ansonsten dann wehre ich wieder den Nahkampf ab und mach Magie Schaden. Ja. 16. Auf Magie? Ja, ne, auf Nahkampf. Achso, ja, das reicht. Abgewehrt und Magie mache ich. Oh, 9. Hui. Rein Haarschau. Oh, schön. Das ist eine komische Ameise. Okay, ich mache 2 Schaden. Reicht wahrscheinlich nicht. Des Nachts reicht nicht. Dann nochmal einen Nahkampf abwehren. Ja, reicht. 16. Und Magie 10. Belohnung, du hast 4 Gold oder kannst bis zu 4 Erschöpfung deines Helden oder seiner Verbündeten heilen. Für jede geheilte Erschöpfung erhältst du 1 Gold weniger. Ich nehme 4 Gold. Ja, der kommt unter drunter. Ja. Der Blut. War da so ein Sonnensymbol drauf? Nee, okay. Vielleicht gibt es die bei Grün gar nicht. Sagenhaft. Ah. Total. Ja, dann. Ich setze schon die Quests sind wir wieder abgeklappt. Wir müssen mal so einen Geschichtenschritt machen. Geschichte, das ist bestimmt der Hammer. Ja, ich würfel mal. Straße, Stadion. Wenn wir nicht im Boden, das kann sich kein Mensch machen. Ja, das ist wieder übel. So, wie war das nochmal mit den Trugbildern? Du kriegst jetzt einfach eure Schöpfung. Schon wieder. Ja. Also, ich marschiere übrigens des Nachts. Muss ich entscheiden, ja. 1, 2, 3. Super. Was ist das da haben wir? Tiefland, bringt gar nichts. Also sprich, das ist noch voll vom Arsch. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass du für ein Trugbild in der Nacht Erschöpfung kriegst. Also guck mal, ob das in der Nacht auch geht. Warum nicht? Ja, während des Tages gewürfelt. Also das kannst du wieder hergeben. Also. Was? Es ist, das Druckbild das zählt tatsächlich nur tagsüber. Okay. Ja gut, ich gehe das nachts durch die Dünen. Das reicht gerade so hier. Alles andere, das ist ja schon mal ganz übel. Hm. Da kommst du ja nur durchs. Naja, egal. Also, gelb. Weißt du schon wieder? Ja. Ist ja nichts mehr da. Ein Kelos-Inquisitor. Einige Verrückte behaupten, direkt für Kelos zu sprechen. Jede Phase, jedes Mal, wenn ein Charakter diese Herausforderung Schaden zufügt, erleidet der Charakter selber eine Wunde. Was? Okay. Also du brauchst nachts 4 Hitpoints, um den zu besiegen. Wenn du selber eine Wunde erleidest, ich habe auch noch 4 Hitpoints. Dann würdest du dich selber umbringen. Ja, aber kriegt der für jede Wunde, die er verursacht, oder jedes Mal, wenn er Schaden macht? Jedes Mal, wenn ein Charakter dieser Herausforderung Schaden zufügt. Ja, also wenn er 3 Schaden zufügt, kriegt er trotzdem einen. Dann nehme ich jetzt 2. Aber Hanon, wie viel Schaden machst du maximal im besten Fall? 2, weil ich kann jetzt 2 Erschöpfungen nehmen. Ja, kann man so lernen. Gut. 2 Erschöpfungen nehmen, um mich zu wappnen. Und zwar... Kannst du aber auch flüchten jetzt. Nein, genau. Also gut. Die Stadt ist doch ganz... Also gut, wenn du meinst. Gib mal 2 Erschöpfungen. So, und was kann er denn? Der macht in jeder Phase Angriff, aber ziemlich schwach eigentlich. So. Okay. Die ja gut, dann probiere ich mich im Fernkampf. Mhm. Und jetzt bekomme ich im Fernkampf plus 2 auf Angriffswurf und mache 2 Schaden. Das ist auch wichtig hier. So. Also, Fernkampf. 10, 15. Reicht. 2 Schaden, hat noch 2. Das heißt, du kriegst jetzt einen Schaden. Ich krieg jetzt einen Schaden. Genau. So, und jetzt müssen wir verteidigen in den Nahkampf. Genau. Reicht. 17 weiter. Und in Magie auch, oder? Jo. Verteidigen. 13. Oh, kriegst du einen Schaden. So, zweite Kampfrunde. So, ich mache wieder Angriff im Nahkampf. Mhm. Selbstverständlich. Hoffentlich machst du 2 Schaden. Ja. 12 plus 5 macht. Reicht. Okay, also 2 Schaden, dann ist er tot, aber du kriegst auch einen. Ja, das reicht mir gerade. Belohnung, du hältst 5 Geld. Und diese Karte. Boah, 5 Geld. Ja, gut, schau gelber, gell? Und du bist jetzt eigentlich fähig abzuleveln, wenn ich das richtig sehe, oder? Wo ist denn dein gelber, dein grüner Verfolger? Wenn man ableveln, weil ich könnte ja auch ableveln. Dann kommen die ja wieder weg.
Kann man sich dann noch die Karten holen oder dann nicht mehr? Ja, also das mit dem Ableveln ist halt schon ziemlich fies. Das steht dann drin. Das höchste Symbol wird das neue. Und wenn du halt 3 Einser hast, dann ist das höchste immer nur 1. Ja? Du musst dringend als gelbe Karte. Aber ein Einser kann ich auf jeden Fall. Ja, das geht, ja klar. Okay. Ja, weil dann level ich anstatt auch abzuschmeißen, legst du halt einen Einser da drauf. Ne? So, zack. Ah, nee, der ist ja schon weg. Nee, das ist zum Anzeigen, wie viel Karte du hast. Das ist nicht der Lagerpunkt für deine Dinger. Der Lagerpunkt ist hier. Schmeiß einfach weg. So. Ja. Also, gut, ich habe 3 Erfahrungspunkte. Gib mir mal einen Nahkampf plus 2. Nahkampf plus 2. Und ich nehme Fernkampf plus 2. Das ist ja ganz unbevertragen. Ja, wie ich meiner Wege, ja. Da sind, glaube ich, auch irgendwie weniger drin. Also, ich sag, ach komm, das ist später ein Problem. Dann gib mir mal Nahkampf plus 2. Was sind die? Hey? Vorder- und Rückseite haben die. Wo liegt das denn? Ah, hier hat es noch einen, aber warte. Also. Okay, dann bist du fertig. Und jetzt 3 Erfahrungspunkte und unten lassen liegen, weil die Quests richtig in den Hintern überschmeißen. Sehr schön. So, wo bin ich? Ich würde jetzt tatsächlich erstmal, das ist die Stadt hier, die da. Okay, manchmal. Eine chemische Blitzbombe. Boah. Du kannst ja, wenn du hier reingehst, darfst du nochmal eine weitere Karte für den Markt. Genau, ja, das machen wir jetzt wahrscheinlich einfach mal. Es ist Nacht, sieht man ja, ist ganz klar. Und ich sehe eine Straße. Ich sehe nochmal eine Straße und ich brauche einen Joker. Zack. Bumm. Mache jetzt einen Marktschritt oder mache jetzt einen Geschichteschritt? Ich würde einen Marktschritt, also machen wir einen Marktschritt. Zack. Ah, ein Gefährte wird abgeschmissen und es kommt ein Sohn-Gefährte ins Spiel. Ein vertriebener Nordmann. Der kostet sagenhafte 8, also brauche ich gar nicht anduge lang. Also ich würde diese chemische Blitzbombe tatsächlich mal kaufen für 5. Was können die? 3 Schade sofort einmal für den Kampf, das kann mal wichtig sein. So, dann habe ich eingekauft und das war mein Geschichtenschritt. Dann war es das fertig. Ja. Dann. Wasserschlauch kaufen soll er wieder. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Was bringt der Wasserschlauch? Wo steht das? Auf dem Wasserschlauch oder hier? Ah. Ja. Ich mache hier mal in die Stadt und mache eine Marktphase. Wo ist der Marktplatzstapel? Stell es da. Wasserschlauch kann zum Ende des Lebensschritts ablaufen, sich aller Dinge zu entledigen. Also du kannst eigentlich mehr als 1 pro Ding. Dann zählt vielleicht doch ein für jedes Tuchbild ein Schaden. Wo war das? Was? Einen weiteren für jedes während des Tages mit Bewegungshilfen gebraucht. Also doch. Okay. Also ist das enorm wichtig. Wasserschlauch ist wichtig, okay. Ja. Der bringt dich wieder zur Besinnung sozusagen. Mhm. Aber nur durch Druckbild. Okay, ja, okay, sonst macht es keinen Sinn. Also ich kaufe zum einen hier für 4 den Brustpanzer von Forge. Aber runter auch. Also alle, die du tagsüber kriegst, egal aus welchem Grund. Ja. Mhm. Das ist schon wichtig. Forge? Ja, denn die Zwerge von Forge hatten lange Zeit Angst vor Magie, deshalb fertigen sie diesen Brustpanzer aus reiner Energie, der mehr den Verstand als den Körper schützt. Und den kann ich aktivieren, um bis zu 3 Schaden abzuwehren, die ein Held kriegt. Und dann hole ich mir noch die Schicksalswürfel von Greyhaven. Den kann ich. 9. Die kann ich aktivieren vor dem Kampf und kriege dann entweder einen Bonus oder einen Malus oder ja, je nachdem, was ich würfe. Genau. Und dann gebe ich noch einen aus, um den einen zu heilen. Und bin dann fertig. Das kann gar nicht. Ich reise des Nachts. Da gibt es ja keine Erschöpfung. Ja, also, ich habe gerade herausgefunden, dass dieses Trugbild, jede einzelne Würfel macht einen. Ja, Erschöpfung. Okay. Deswegen ist das Schlauchzaufer extrem wichtig, weil der Reset die Erschöpfung. Ja. 2 Erschöpfungen, ich glaube den Kaviar. Ja. 2 Würfel weniger. Ja, ja. Nee, das ist ganz komisch. Immer nur ein Würfel weniger.
nicht pro Erschöpfung, also, sondern sobald du Erschöpfung hast, hast du einen Würfel weniger. Mhm. Okay. Aber die Erschöpfung heile ich nur, indem ich... Oder? Mhm. Also sowas im Bad. Ja, ja. Du kriegst jetzt... Wenn du, um jetzt aber die Erschöpfung zu heilen, müsstest du nochmal einen ablegen, glaube ich. Genau, richtig. Aber er kriegt nicht so viele Würfel weniger, wie er Erschöpfung hat. Also wenn ich mit drei Würfeln heile, dann... Echt so krass? Nee, sobald du eine Erschöpfung hast, würfelst du weniger. Ja. Sobald du zwei Erschöpfung hast, würfelst du zwei weniger. Nö, das ja, nicht unbedingt. Das steht aber im Basisspiel. Ja, genau. Und so hast Basis aber auch. Er kann jetzt halt nochmal auf einen verzichten, um die Erschöpfung wieder zu resetten. Das kann ich ganz zu resetten. Okay. Also jetzt zwei weg Erschöpfung. Das ist Basisspiel. Und... Nee, reset jetzt mal. Ich muss. Hier steht es nämlich auch drin. Das war denn nicht wichtig, das nochmal zu sagen. Okay. Was ist denn das? Du hast 5 Bewegungswürfel oder nur 4, wenn er... Vor seinem Würfelwurf für die Bewegung kann jeder Spieler ausruhen, indem er weniger als 4 Bewegungswürfel würfelt. Für jeden von 4 nicht gewürfelten Bewegungswürfeln kann der Spieler sofort einen Erschöpfungscounter. Genau. Genau. Ja. Dann haben wir das, glaube ich, die letzten Jahre immer falsch gespielt. Ich glaube, pro Erschöpfung immer einen Würfel weglassen. Dann kannst du den fast gar nicht mehr bewegen. Also was nun? Ja? Ich habe jetzt mit 3 Würfel gewürfelt bei 2 Erschöpfungen. Das bedeutet... Sobald du irgendwie... Ja, genau. Weg. Du ruhst dich aus und laufst ganz langsam. Sobald du dann Verbündeter um Erschöpfung hast, würfelst du mit 4 statt mit 5 und dann je weniger als 4 machst du die Erschöpfung weg. Mhm. Okay, aber jetzt bekomme ich ja gleich wieder 2 dazu. Ja. Ein Trugbild, dummerweise. Das ist ja hervorragend. Außerdem habe ich jetzt hier so geil gewürfelt, dass ich mich nicht aus der Düne rausbewegen kann, weil ich nämlich kein Dünenbild habe. Eine Düne. Die nennen es eine Düne. Und ich komme auch nicht in die Schlucht, weil ich kein Felsgestein habe. Sprich, ich laufe euch nur unter Stelle. Finde ich gut. Ja, dann kannst du jetzt die Abenteuerphase machen, die Geschichtenphase, oder? Ja, aber ich habe ihn ja schon gelaufen. Hätte das nicht sagen müssen? Die Frage. Nein, wieso? Nee. Also die Geschichtenphase kommt ja nach dem Bewege. Ja, dann machen wir die Geschichtenphase natürlich. Entweder Geschichtenphase oder Karte ziehen oder Bazar. Ja, Bazar geht ja nicht. Ja, meine nur. Aber du könntest auch Karte nehmen. Ja. Also komm, machen wir Karte. Eine, ne? Ja. Was war das nochmal? Okay. Runen. Runen. Zauberlehrer, ich nehme auch mal blau. Das war, glaube ich, irgendwas mit Geschicklichkeit, oder? Das kann ich nicht sagen. Ne? Ein Schluck aus der Quelle des Glaubens. Da verwirren wir die Farben. Kelos ist in diesem Land nicht sehr beliebt und seine Missionare und Kreuzritter waren gezwungen, heilige Schreine wie die Quelle des Glaubens unterirdisch zu erbauen. Wenn du die Macht dieses heiligen Ortes anzapfen kannst, erlangst du Vorteile im Kampf gegen sie. Zuerst musst du dich an den Wächtern am Eingang vorbeischleichen und dann die zahlreichen Fallen umgehen. Nur wer stark im Geist ist, nur der bußfertige Mann, der bußfertige Mann ist, kann von der Weisheit der Götter profitieren. Wo musst du hin, das denn machen? Um diese Quest zu vollenden, musst du einen Geschichtenwürfel an einem Tieflandfeld im geheiligten Tal würfeln. Oh. Dann musst du folgende Prüfungen bestehen. Schleichen, Improvisieren und Widerstand. Du Idiot. Das im Lateinischen beginnt Kellos mit einem K. Und das sind alles Geschicklichkeit. Also auch wenn das Wort Geschicklichkeit dabei steht, das sind Geschicklichkeitsproben, will die Anleitung weismachen. Und da kannst du das da abschmeißen, das um plus 3 zu machen. Okay. Wenn man immer in irgendwelche Gräber rum ja, muss und dann. Das soll, glaube ich, alles Mögliche sein. Alchemie und Zeug. Also, bist du fertig? Okay. Ich muss jetzt dringend mal so eine Geschichte drüber würfeln. Und ich beginne in der Stadt. Das ist nice. Ja, was will ich machen? Ich gehe tatsächlich bei Nacht. Nein, bei Tag. Bei Tag habe ich einen Wald. Ich habe einen Wald. Also warum nicht bei Tag? Du weißt auch nicht. Eins. Oh. Bin doof. Was habe ich das gemacht? Das da und dann geht da noch. Weil ich will hier sitzen bleiben und eine Geschichten. Erzählgeschichte machen. Ich nehme jetzt einen Würfel, würfel den und jetzt muss ich alle 3 Symbole abarbeiten in der Reihenfolge, die mir mundet. Erstens, Schluchtensymbol. Zuerst dachte der Reisende, dass es nur ein Trugbild sein kann, aber dann verfestigt sich die schwirrende Luft zu einem wunderbaren Bild herrlicher Türme und außergewöhnlich schöner Gärten. Der aktive Spieler, das bin ich, legt den Marker einer versunkenen Stadt auf das Feld seines Helden, der sofort den Bazar der Stadt besuchen kann. Haha, ja geil. Ich habe bloß kein Geld, das ist gar nicht so geil. Moment, aber Opferungsruhe, das war das mit dem komischen Bogen hier. Ja, okay. Ja.
Also ich nehme jetzt das da. Diese Stadt, die ist jetzt hier auf dieser Oase. Und bleibt die da oder verschwindet die wieder? Bis die verschwindet, bleibt sie da, ja. Bleibt. Ja genau, also falls das oft genug jemand würfelt und es liegen alle Städte schon aus, dann werden die alle resettet. Ja. Also die bleibt jetzt da liegen. So, das war das Symbol. Dann mache ich jetzt das andere noch. Eine Quelle wurde entdeckt, der Held und seine Verbündeten sind auf eine alte, verborgene Quelle gestoßen und genießen das kräftigende Wasser. Der Held und alle entledigen sich jedes, eines Schöpfungs, also ein bisschen nur positive Sache. Ne? Ja, ja. Und dann haben wir noch, Kreaturen erwachen. Dem Held wird plötzlich bewusst, welche Gefahren diesem Land lauern. Am Tage, ich habe gesagt, das ist schon Tag, der aktive Spieler kann einen Abenteuer-Counter auf jedes beliebige Abenteuerfeld auch ohne Sonnenkranz nachlegen, auf dem nicht bereits ein Abenteuerfeld liegt. Ich bin natürlich... Das füllen wir alle auf, ne? Das ist alles. Das war's. Du willst alle auffüllen? Ja. Falls ihr jetzt so Welle-Symbol gewürfelt hättet, würde der Sturm ins Spiel kommen. Okay. Also ich bin fertig. Hier fällt noch ein gelbes Sturm. Achso, das liegt bei mir jetzt drauf. Ich muss ja Vorrat holen. Aber du bist dran. Ja, dann bitte meine Würfel. Die Reise des Tages. Das ist ja nett. Also bisher. Ich glaube, du bist fertig, wenn du es nachts machst. Dann kriegst du nämlich einen Mundstuhl. Was brauche ich dafür für ein Symbol? Das Wasser, ne? Das ist Wasser. Das ist Gebirge, haben wir gesagt. Ja. Hm. Hügel. Nee. Schlucht. Das, welches Symbol? Berge. Das sind Hügel. Achso. Und Schluchten sind die Gebirge. Das ist das Gebirge. Ja, genau, richtig. Ist ein bisschen komisch. Vielleicht mal sich durch. Jetzt ja aber eine Würfelbeile erkennt. Ah, komm, ich geh mal dahin. So. Gelb bitte. Gelbe Köste. Gelbe Köste. Ein infizierter Ork. Der sitzt unten in der Düne. Die Corona-Ork. Dieses Hybriden ist ansteckt. Okay. Ja, der macht heftigen Nahkampfschaden. Okay. Bist du eigentlich nachts oder tags unterwegs? Tags. Ja. Dann hat macht er irgendwas vor dem? Der macht nur Nahkampfschaden. Ist das ein Bandit? Kein Bandit, oder? Nein, ein Hybride. Ein Hybride, okay. Dann würfel ich vor dem Kampf meine Schicksalswürfel und habe eine 6 gewürfelt. Bei 1 bis 6 erhältst du einen Bonus und plus 2 für einen der Werte deines Helden in diesem Kampf. Okay, was verträgt denn der? Der benötigt die tagsüber 3 Hitpoints. 3 Hitpoints, okay. Ist das gut? Ist der Ork, der halluziniert schon in den Wüstensand. Dann mach ich mal plus 2 Bonus für Nahkampf. Nimm mal nicht an, dass du einen Whisky trinkst, wenn du erkältet bist, oder? Nee. Jetzt müsste dir nicht der Bonus auf einen Angriff oder auf Schaden? Ist das Kohle oder was? Welcher Bonusangriff? Also der macht von Nahkampfschaden, oder? Dann mache ich Nahkampf gegen ihn mit plus 6. Komm ich auf 15? Das reicht gerade schon. Das ist dann ein Schaden. 6 und 6 und 12. Netter, oder? Was, 12 Schaden? Ne, 12 auf Nahkampf treffen, ja. Nee, macht jetzt eher Schaden auf dich. Ja. Dann nimmst du jetzt 4 Schaden. Dann mache ich meinen Brustpanzer. Aktiviert ihn, genau. Genau. Oh, 4 Schaden. Ja, der Ork ist heftig. Der kann nur das. Aber das kann er nur der Hybrid mit Benzin und Strom. Dann wehre ich jetzt ab in der nächsten Kampfrunde. Kann ich nur empfehlen, Geschichten sind wohl zu machen. Ja, das reicht. Das sind 18. Nahkampf? Ja, ja, aktiviert und dann greife ich jetzt mit Magie an. Das sind 16. Reicht dir genau. Ja, genau. Dann macht er nochmal 2 Schaden. Dann müsste es reichen. Ja. Gut. Belohnung, du hast 4 Gold. Hey.
Genau. Außerdem nimmt diese Karte, wenn ein Held durch diese Herausforderung außer Gefecht gesetzt wurde, schon etwas passiert. Ne? Mhm. Sehr gut. Okay. Dann einfach nur 4 Gold. So, ich bin noch immer zu Tode erschöpft. Sehr cool. In meiner Düne. Ich ein Würfel weniger und ich lege. Noch mehr Geld! Ich behalte meine Erschöpfung. Also darf ich mit 4 Würfel würfeln, oder? So was. Ich muss raus aus der Düne. Ich bin jetzt nachts unterwegs. Sonst komme ich aus der Düne nämlich nie raus. Ja, das müsste ich hinhauen, oder? Mhm. So. Ich gehe in die Stadt. Dann gibt's da gleich eine neue Karte. Ein elfischer Schlingwurzel, genau. So, was ist das teuer, das Zeug, oder? 10. 10 und das andere kostet 8. 8 und dann muss er dann 8 noch ein Profen. Ich muss mich heilen. Ein Gold je Heilung, ja? Ja. 1, 2, 3. Und ich habe so verstanden, dass du dich komplett ausruhen kannst für eine Münze, oder? Das war doch so. Da würde ich meine Erschöpfung wegbekommen. Du kannst mit einer Münze alle Erschöpfungen. Alle Erschöpfungen. Okay, aber kann ich jetzt auch Geschichten erzählen in der Stadt? Nein, weil du hast dich ja für den Bazar-Schritt jetzt entschieden. Ja, genau. So, dann bist du fertig. Ja gut, dann werfe ich mir tatsächlich eine Münze hin und entschöpfe mich. Und denke auch an das Club da oben, gell? Achso, das ist eine gute Idee. Kamel für Bewegung, da kommst du nicht leicht aus der Wüste raus. Ein Kamel aus der Wüste. Nee, ich nehme mal so einen Wasserbeutel. Ich würfle nicht, ich laufe kostenlos hier hin und versuche mich mit einer gelben Queste. Schattenassassinen, das sind Banditen. Du bist tagsüber unterwegs? Achso, ja, ja. Oder nachts? Ich hab jetzt nichts. Wenn man nichts sagt, ist immer tagsüber. Das ist die Strafe. Falls du diese Herausforderung bei Tage misst, weil diese Geschichte manchmal ist genauso tödlich wie Feige, die Dunkelheit ist wie eine Waffe. Falls du diese Herausforderung bei Tage misst, ziehst, mische die Karte wieder in den Stapel und zieh eine neue Karte. Zum Tag ist der Assassin nämlich gar nicht da. Achso, das ist so ein Nachtaktiver. Mische, ne? Achso, mischen, okay. Halt, bevor es voll ist, wie viel Hitpoints hat das Viech? Weil ich darf es bei Töten mit meiner chemischen. Bei Tage 4. Bei Nacht 2. Oh, aha. Scheiße, okay. Das ist Babylons Botin, eine Hexe. Und es werden wieder aufgefüllt. Ja, können wir ja. Das hat dieses Symbol hier. Okay. Ne? Sie lockt ihre Opfer an, indem sie ihnen die Erfüllung ihrer Träume verspricht. Vor dem Kampf prüfe Weisheit. 16. Geht auf Fernkampf quasi. Also. Weisheit, das haben wir doch. Pass mal auf. Nein, reicht nicht. Bestimmt nicht. Nein. Bei Misserfolg musst du diesen Kampf mit der Zauberkampfphase beginnen. Und da macht sie 16 und 2 Schaden. So musst du jetzt. Was aber in der Phase ist, kannst du ja auch damit quasi angreifen. Was du da. Was machst du? Ja, aber 16, ey. Okay, dann muss es sein. Also ich schmeiße erstmal die Blitzbombe auf die Frau. 2 Schaden, dann ist die Blitzbombe weg. Und jetzt muss es in der Tod hauen. Lebt sie denn überhaupt noch? Ja, ja, die hat 4. Ja, einen brauche ich noch. Oh! Dann macht sie hier 2 Schaden. Ich bin tot. 2 Schaden. Achso, 2. Ja, yeah. Oh, das ist gut, ich verkraft nämlich was. Du hallo, du machst 6. So, jetzt sind wir im Fernkampf wieder, ne? Also sie macht einen Magieangriff. Ach, sonst nix? Ja. Also dann mache ich jetzt mal einen schönen Nahkampfangriff und hau sie tot. Schon ist klar. 8 und 3 ist... 10 kommen, ja, reicht. Ah, ich habe schon 14 oder so. Also. Du hast 3 Münzen und diese Karte. Wenn du die Karte nach dem Würfeln mit dem Geschichtenwürfel abwirfst, ist das so, als hättest du das Schluchten-Symbol einige versunkene Stadt gewürfelt. Oh, versunkene Stadt. Sie versucht. Das ist nett. Okay, gut. Nämlich fertig. Ich bin fast tot, ich muss jetzt ganz dringend mal in die Stadt. Ich bin aber ganz in der Nähe. Ich reise bei Tag. Und bekäme nichts. So, was haben wir denn hier? Also hier wäre eine Schlucht. Hier wäre ein Ding. Hier wäre eine Straße. Das ist immer zu laut und zu leise.
Dann marschieren wir mal. Oder marschieren wir rein? Hast du mal versucht, mit einem Junge zu spielen, gell? Ich hab's noch mitgenommen, hab die Regeln eingelesen und hab festgestellt, nein. Ja. Echt? Ja, das mit dem vielen. Komm, ich geh mal in den Zoom. Schrück ja der Helden schon besser. Ja, ja. Aber wenn er das beherrscht, dann kann er relativ leicht transferieren, würde ich mal sagen. Aber Rückkehr der Helden ist trotzdem. Perfekt, eine grüne bitte. Immer noch neun und das sind schon Quests, wo. Ja, weißt du, da kann ich viele. Grün bitte. Grüne Quest. Ein brennender Eiferer. Schon des Nachts oder Tags unterwegs. Tags? Eine extreme Fraktion von Kelos-Anbietern, Spitzenkreuzfahrer, wurde in dieses exotische Land verbannt. Sie streifen hier rum, um das Wort Kelos zu verbreiten, oft mit dem Schwert oder in diesem Falle mit Feuer. Vor dem Kampf, du kannst Diplomatie prüfen. Oh, cool. Im Erfolgsfall besiegst du diese Herausforderung, erhältst aber kein Gold. Aber wie viel gibt es denn ein Gold? Belohnung, du erhältst 2 Gold. Ich hab mal in ihre Tasche reingeschaut, ob es sich lohnt, mit denen zu quatschen. Ja, nun. Zeig mal her. Ja. Ach komm, ich hab Diplomatie plus 2. Probieren wir mal. 11? 11 ist zu wenig. Das okay, kommt ja, dann kämpfen halt. Was können die denn? Die können nur Magie. Aber das wiederum heftig. Oh ja, ich aber auch. Ach, ja, dann aktiviere ich meine Schicksalswürfe von Greyhaven. Und bereue es. Ein Malus von minus 1 auf jedes. Okay. Na dann. Also, wir gehen in den Magiekampf. Jawohl. Über. 15? 15 reicht. Ah, dann kriegen sie 2 Schaden. Scheiße. 2 Schaden des Tages, dann lähmen sie noch die brennenden. Dann nochmal. 9, 11, 16, reicht auch. Reicht auch. Dann sind sie dort, kriegst 2 Gold. Jawohl. Besser als Magie. Glaub ich. Und ich kann nochmal leveln. Warum? Warum? Weil ich die Erfahrung habe. Ja. Oh. Ich gehe des Nachts. Gib schon mal Fernkampf für dich. Oder nee, ich gehe des Tages. Ich bin in der Stadt. Kann ich einfach aus raus. Ich gehe des Tages zu dieser und einfach aus der Stadt raus. Grüne Queste. Ja, das sind ja welche drin. Eine grüne Quest. So soll es sein. Ach Herr, es ist ein Nachtjäger, Bandit. Die Schwachen überfallen die Unachtsamen nach Sonnenuntergang, wenn Dunkelheit die Jagdkündigung hält. Ich bin des Tages unterwegs. Das ist gut, weil da sind die super schwach. Aber die machen alles außer Magie. Alles außer Magie. Ja, dann versuche ich sie gleich mal in Fern. Nö. Nee. Die machen alles außer Magie. Wenn ich sie gleich besiege, sind sie gleich tot. Dann machen sie noch nichts mehr. Der hat bloß einen Hitpoint. Nee, also das wird nicht immer das komplette. Nur, sobald der Tod ist vorbei. Ja. Also gut, dann machen wir natürlich, wenn wir vorne kommen. Ne? Ja. Vielleicht fahren wir sie ja gleich weg. Wo sind die Würfel? Hier haben wir welche. Also, ich Fernkämpfe. Mit 14. Also haarscharf, also ein Treffer, oder? Wie viel? Ein Treffer, ja. Belohnung, 2 Geld und diese Karte. Ja. Warum darf man ja immer die Karte behalten? Hast du deine eigene Band da drüben? Ja. Okay. So! Ich bin dran, ja. Dann gehe ich jetzt mal mit meinem am Tag, ohne zu würfeln, einen Schritt in die Stadt hier wieder rein. Das ist ja so eine legendäre, schöne Stadt. Oh Gott, das ist schon alles viel teuer. Ja, ich... Fuck. Können wir wieder nichts leisten, deswegen kaufe ich mir so eine Ausrüstung und 2 Heilungen. Das war der Passagschritt, bin schon wieder fertig. Okay. Okay. Jetzt machst du hier zurück in die Stadt. Guck mal, was die Schönes haben. Eine Bombe! Das ist eine Zwergenbombe. Scheiße. Die Stadt wird evakuiert. Eine Bombe. Zwergenbombe, Sprengstoff. Das ist, weil, wenn das vielleicht schief geht, dann ist es dann weg. Das ist weg. Total ärgerlich. Ja, gut, aber du brauchst 4 Stück von denen in das Spiel aus, oder? Ja, aber theoretisch habe ich das, da müsste eine rote Begegnung machen oder so. Ja. Danach oder einfach eine haben? Ja, wahrscheinlich muss ich dann nur hinlaufen, befürchte ich. Also komme ich nicht mal die Kellos-Keule. Jetzt also könnte ich ja auf gut Glück versuchen, solange die Quest da zack, 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 eine nach der anderen, bis du irgendwann mal als lumpiger Level 1 hält. Ne? Mit viel Glück. Ja, aber du darfst ja nur die nehmen, wenn du schon.
Ah ja, genau. Du also darfst ja auf Level 1 nur eine also haben. Oder auf Level 2, 2. Okay. Deswegen musst du leveln, um ja, an mir zu kommen. Ich bin fertig. Bist fertig? Ich war ab einem nur eingekauft. Okay. Ich würfle der richtig. Also du musst nicht danach eine Rode machen, sondern du musst eine Rode machen, damit du überhaupt einen Vierer hast, um vier Karten zu haben. Und ich, das geht's. Ich reise das nach. Ja, genau. Das ist ein falsch rum Gläser. So. Das ist immer noch ein schönes Spiel. So. Mhm. Dieses so, echt einfach. Es gibt noch so Varianten, oder? Elegant. Wo ganz viel Stein ein Trugbild erscheint. Trugbild. Ja, halt, ich reise des Nachts. Gibt es keine Trugbilder, ja? Oder? So was doch. Doch. Auch? Nee, nur am Tag. Das ist so, okay. Ja, das sind wir vorher. So, und jetzt brauche ich hier ein felsiges Gestein. Das ist doch das dort. Mhm, ein Hügel, ja. So. Schon wieder. Ah ja, was soll ich machen? Ihr müsst mehr so Abenteuerwürfe machen. Es kommt nämlich eine lebendige Flamme des Nachts. Oh! Ist egal. Die könnte ich besiegen. Abscheulichkeit. Durch eine böse Hand ins Leben gerufen, wird die lebendige Flamme durch die Wärme sterblicher Wesen angezogen. Vor dem Kampf prüfe Ausdauer, Hand 15, während die Hitzewellen dich überrollen. Ja, aber inklusive meiner Erfahrung, ne? Ja, ja. Aber hast du Ausdauer vielleicht als Special Perk oder sowas? Nee. Weil ich hab das. Oh, das wird nicht gut. 7 plus 2 macht 9, plus 3 macht 12. Bei Misserfolg erleidest du 2 Erschöpfungen. Was? Hey, das sagt. Jetzt das was heißt? Okay, macht alles außer Magie. Macht alles außer Magie. Dann versuche ich sie im Fernkampfblatt, im Nahkampfblatt zu machen. Also, sie macht Fernkampf. Ja, ja. Muss sie verteidigen. 12. Geschafft. Dann Nahkampf versuche ich sie platt zu machen. Reicht. Wie viel? Ein Schaden. Weitermachen. Magie entfällt. Wieder nächste Runde. Und dann mache ich sie jetzt im Nahkampfblatt, im Fernkampfblatt. Okay. Nuss. Ja. 14, 17. Dann ist sie dort. Belohnung, 2 Geld und diese Karte. Wieder. Hat man im Grundspiel auch noch die Karte kriegt? Ja, total, Belohnung? Aber nicht so oft. Okay, glaub. Heftig. Und das da kriegst du. Ah, ja, so. Okay, ich muss dringend mal Geld sammeln. Ich brauche auch irgendwie. Ah, ist übel. Ich glaube, ich gehe mal was ganz Billiges machen. Also. Nein, mir erlebt jetzt was. Komm, ihr erlebt was. Ich gehe bei Nacht laufe ich jetzt auf die Straße und in den Gelumbe danach. Und jetzt bin ich ja im himmlischen Plateau, ne, richtig? Ja? Oh. Und ich würde eine Prüfung der Sterne jetzt hier versuchen zu machen, weil ich soll hier nämlich einen Geschichtenwürfel auf dem Felsgestein des himmlischen Plateaus werfen und befolgen. Und das ist dieses hier. Da brauche ich das Glossar. Was hast du gewürfelt? Die Reihenfolge darf ja ich bestimme, aber ich überlege gerade, ob ich meine Karte einsetze. Also wie ein Symbol. Ich glaube, besser, ja. Okay, dann schmeiße ich die Babel und das Brotchen ab. Dann darf ich sagen, das eine ist eine Stadt. Versunkene Stadt. Und dann nehmen wir halt kurz nachher wieder, Hanna, die ist jetzt hier. Jetzt ist aber viel los. So, interessiert mich nicht, mach weiter. Das war die da. Und dann mache ich weiter mit Hügeln. Der Held stolpert über einen Fleck frisch umgegrabener Erde. Er stochert darin herum und findet ein hastig entweder von Banditen oder räuberischen Tieren verbuddelten Beutel mit Münzen. Er erhält ein Goldstück. Münzen steht da. Münzen. Und dann eins. So, okay. Und wir haben ein Gold. Dann ist das noch die Straße. Der Held und seine Verbündeten sind auf eine alte verborgene Quelle, blablabla, entledigen sich einer Erschöpfung. Toll, habe ich nicht. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt kommt die Prüfung der Sterne. Ich muss 3 Sachen machen. Vorhersehung mit Helm 11. Wann darf ich das abwerfen? Vor oder nach? Nach dem Würfelwurf. Ah, das ist cool. Also gut. Erstmal 11 auf Helmchen. 8 und 6, das reicht schon. Locker. Habe ich geschafft. Das nächste ist Weisheit. Oh je. Weisheit macht man mit Magie. Das ist 6 und 5 und das ist 11. Ja, ich habe 12 habe ich und 12 muss ich auch machen. Perfekt. Und als letztes kommt Ausdauer 13. Das wird ja wohl machbar sein. 4 und 8 plus 5 gibt 13. Was? Nee. Also mehr als 13. So. 17. Ich habe es geschafft, ich drehe um. Ich habe den Turm der Weisen gefunden, einen legendären Ort. In jeder Phase, immer wenn dein Held für einen Geschicklichkeits- oder Kampfwurf gegen einen Hexer würfelt, erhält er einen Bonus von plus 2. Wie soll man das jetzt machen? Also gut. Nachgucken. Also ich habe eine von den 4 Quests erledigt.
Sehr schön. Wenn ich eine Quest haben wollte, müsste ich jetzt weiter stehen bleiben und einfach nur die Quest machen, oder? Wenn du sie haben willst, dann musst du so einen Nachtschritt machen und sage, ich ziehe eine Karte. Okay. Ja, musst halt einfach nur stehen bleiben. Man darf vorher nicht sehen, was es ist, oder? Du darfst die oberste lesen, tatsächlich. Ja. Weil dann weiß ich ja, was so in meiner Gegend ist. Richtig. Nur des Nachts kann man so eine Karte nehmen. Nee, ist egal. Echt? Nachts wäre eine Geschichte. Ja, du kannst ja tagsüber loslaufen und dann nachts rumsitzen. Ja. Also dann höre ich mich mal in der Stadt um, was da für Geschichten gibt. Genau. Also die hier ist irgendwie in den Dünen des Wanderers. Mhm. Das ist die westliche Weite. Das heißt jetzt, ich darf keine mehr machen von dem Typ jetzt. Der. Wo ist denn die westliche Weite? Die Düne Westen des Todes. Was steht da? Westliche Weite, oder? Das da. Ist jetzt auf dem Kopf. Okay, yes. Aber die Dünen des Todes, das ist schon mal cool. Das hört sich cool an. Basar im Hof der Weisheit. Wo ist der Hof der Weisheit? Schundlochpeich. Das ist eins von dem. Stadt der Wolken. Das ist die Stadt, Hof der Weisheit. So heißt die Stadt. Okay. Die gelbe. Für die muss man da hin. Duell der Verbannten. Schlucht des Exils. Das ist hier. Vier Dinge. Unterschiedliche Typs. Okay, na toll. Fruchtbaren Landes. Ah, okay. Kann man auch mit einem Geschichtsschritt, kann ich mir nur eine Karte ziehen, oder? In der Nacht. Ja. Ja, dann bleibe ich halt in der Stadt, werde Geschichte erzählen und ich hole mir die Magie des Lebens. Leben ist eine bestimmte Form der Magie, sagen einige Mystiker der Wüste. Während andere meinen, dass Magie nur eine bestimmte Ausdrucksform des Lebens ist. Wie auch immer, müssen diese beiden Ansichten sich überschneiden. Obwohl es sich bisher noch nie eine Lebensrune gegeben hat, kann sicherlich eine erschaffen werden. Das wäre die Quest. Fett. Machen wir weiter. Fertig. Ja. Ein Würfel weniger wegen meiner Erschöpfung. Nochmal ein weniger, um meine Erschöpfung wieder wegzubekommen. Ich marschiere des Nachts. Karner Ring 9. Das ist unglaublich. Und ich gehe ins Tiefland hinein. Sag mal, wurden die eigentlich nicht irgendwann mal ersetzt? Oder? Seht ihr nicht mehr. Okay. Ich gehe ins Tiefland hinein und ich möchte dort meine Geschichten Quest hier machen. Ja, blöd. Oh, den Schluck aus der Quelle. Weil dann um diese Quest zu vollenden, musst du einen Geschichtenwürfel auf einem Tieflandfeld im geheiligten Tal werfen und befolgen. Also gut. Also machen wir das nochmal, ne? So, zack. Die zwei Symbole. Straßensymbol und Tieflandsymbol. Dann machen wir doch erst einmal das Straßensymbol. Der Held und seine Verbündeten sind auf eine alte, verborgene Quelle gestoßen und genießen das kräftige Wasser. Der Held und alle seine Verbündeten entledigen sich jeweils ein. Eines habe ich doch auch weggemacht, weil ich mit einem Würfel weniger, oder? Wenn du das gemacht hast, ja. Tieflandsymbol. Sturmwind! Ah. Eine Brise erhebt sich und von den Dünen wirbelt Sand. Der Sturm kommt ins Spiel. Irgendwo in der Ferne rollt ein mächtiger Sandsturm über die Landschaft. Der aktive Spieler bewegt den Sandsturmmarker zwei Felder weiter. So, aber du bist jetzt der, der ihn zum ersten Mal ins Spiel bringt. Ich muss mal schnell die Regeln lesen, wie man den hinbläst. 6 und 7. Ha? Ich habe vorhin vergessen zu laufen. Also, mach halt. 7. Da. Das heißt. Und zwar in die Mitte. Juhu. Ach, in die Mitte. Super. Muss da irgendwas drüber stehen? Oder was? Genau auf dem Gefängnis der Ifrit genannte Schlucht. Okay. Und du darfst jetzt entscheiden, wo die Pfeile hinzeigen. Ja, tja. Indem er den Marker sagt, wenn die von ihm gewünschte Richtung drehen. Also, so legen wir es mal hin. So ist natürlich nichts. Weg von mir. So. Aber du tust ihn jetzt nicht bewegen, weil du hast ihn jetzt platziert. Bewegt den, genau. Der aktive bewegt den Sandsturmmarker zwei Felder weiter. Wahrscheinlich das nächste Mal, oder? Genau. Okay. Ich gucke jetzt nur mal, was der macht. Ja. Jetzt möchte ich der Hanne noch. Dann musst du folgende Prüfungen bestehen. Die Frage, wenn ich auf so einem Ding stehen bleibe, kann ich trotzdem aber so eine Geschichte machen. Ja, du musst es nicht. Ich muss Prüfungen bestehen. Ich schleiche im Fernkampf. 14, das reicht. Ich improvisiere mit Fernkampf. 15, reicht. Und ich widerstehe mit Magie. 11 und hab's verkackt. Das ist weg. Weil ich selbst mir hier alle noch meine Ausrüstung benutze. Wie viel kommst du da? 15. Komm, die Fähigkeit kann dein Charakter auch nicht entdecken und klettern. Hm. Super. Aber was hast denn du bei unten auf der Armenbonus noch drauf? Ja, guck mal.
Was von wo ist auch das da? Ne? Achso, dann komme ich, genau, dann komme ich auf, ja, klar, alles. Auf 11 plus 3, da bin ich 14. Und wenn ich jetzt die Ausrüstung ab, dann habe ich 3. Halbe Sack, schon schaffbar. Wird er gelacht lassen, reicht mit 11. Also, der Schluck aus der Quelle. Legendärer Ort. Jede Phase, immer wenn dein Held für einen Geschicklichkeits- oder Kampfwurf gegen einen Kreuzfahrer würfelt, erhält einen Bonus von plus 3. Also, wieder was zum Reut. So, mal kurz die Info, was der Sandsturm bewirkt, nämlich zwei Dinge. Wenn ein Abenteuer-Counter oder eine Stadt vom Sandsturm bedeckt ist, hat kein Held Zugang zu diesem Counter und auch nicht zu der Stadt, um den Bazar zu verkünden. Ist einfach blockiert gerade. Zweitens, wenn ein Geländefeld vom Sandsturm bedeckt ist, wird dieses Feld sozusagen zu einer neuen Art Geländetyp, nämlich dem Sandsturm. Die Helden können ein Sandsturmfeld nicht mit Hilfe von Bewegungswürfeln betreten, weil es kein Symbol gibt. Aber halt mit diesem einen Schritt, wo ich gesagt habe, geht es. Ne? Helden können aber auf Sandsturmfelder ziehen, indem sie durch Objekte oder Karten, wie durch das Lastkamel, mögliche Bonusbewegungen benutzen oder halt diesen einen Schritt da machen. Also im Prinzip blockiert der Scheiß bloß die Erde. Sonst macht er ja gar nichts. Kriegst du auch keinen Schaden oder sowas? Kriegst du keine Erschöpfung? Die Händler machen halt zu, wenn es dann nicht ist, ne? Hm. Ja gut, und natürlich, falls du jetzt dorthin müsstest, um deine Quest zu machen, ist es jetzt auch blockiert. Also das nicht richtig. Okay, fertig, ich komme. Ich muss dringend, ich brauche Geld. Du musst was sagen? Ja. Ah ja, scheiße. Also ich muss alles riskieren. Tagsüber. Obwohl. Komm, nachts. Nachts. Okay. Straße, Straße, Straße. Ich mach mal diese lumpige grüne Quest hier, weil ich brauche ein bisschen Geld. Sucher in der Dunkelheit, eine Hexe. Sie umarmte die Dunkelheit und wurde zum Feind des Lichtes. Tag oder Nacht? Ist eine Hexer? Ein Hexer. Oh, ja. Dann habe ich immer plus zwei. Aha, es ist Tag. Es ist Tag, okay, dann hat sie nur zwei Lebenspunkte. Okay. Und du kannst einen Bonus von plus 2 bei all deinen Kampfwürfeln machen. Und sie macht einen Fernkampf und einen Magieangriff. Noch ein plus 2 Bonus. Oh, dann habe ich ja schon 4 und 6. Okay. Fernkampf macht sie. Ja. Also ich verteidige jetzt mal Fernkampf. Das reicht locker, der 12. So, und jetzt greife ich mit Nahkampf an und schlage sie in drei Stücke. Machen wir das mal so. Da brauchst du 10. 6 plus 2 plus 5 plus 4 und macht 3 Schaden. Du behältst 3 Gold. Jawohl. Dankeschön. Und das ging's mir eigentlich. Und endlich mal keine Karte, die ich behalten muss. Mhm. Aber auch keine Auffüllkarte. Fertig. Ich darf aber upgraden, merke ich gerade. Aber guck, es macht schon keinen Sinn, weil ich habe keinen Dreier. Wie das denn Dreier? Also ich könnte jetzt ableveln, um mein Ding zu nehmen, aber es ist ja kein Dreier, um es hier drauf zu legen, dass ich Dreier kann. Kannst du trotzdem abschaffen? Ja, kann ich schon machen, klar. Das wird ja nicht. Weil ich brauche dann schlechter. Es riecht komisch. So, ich nehme eine Magie-Token. Gut, ich würde einfach jetzt hier, wo ich stehe, bei Tag eine gelbe Karte Herausforderung machen. Achso. Ein lebender Treibsand bei Tag ist egal, ob bei Nacht. Ist eine Abscheulichkeit, falls ich die ist. Je mehr du versuchst, nichts zu versinken, desto mehr zieht er dich hinab. Jedes Mal im Nahkampf erhält diese Herausforderung einen Bonus zum Wert deiner Geschicklichkeit des Schwimmens deines Helden. Hast du Schwimmen? Nö. Also gut, dann ist egal. Die macht nur Nahkampf. Mit okay, sonst macht sie nichts, oder? Nö. Dann machen wir da unseren Schicksalswürfel am Anfang. Oh, ach, das ist schlecht. Also minus 1 bei allem. Mache einen in der ersten Runde einen Nahkampfangriff. Das sind 8 und 3 sind 11, 14, 16. Reicht. Wie viel Schaden? Und aktiviere die Keule von Kellos, dann mache ich 3 Schaden. Ja, sie hat noch einen Hitpoint. Ah! Aber wieso kämpfst du jetzt mit dem Treibsand? Wie wird das erklärt? Was bringt die Keule? Ich hau so lange drauf. Ja, ja. Ist ja ein Lebender, ist eine Abscheulichkeit. Ach so. Ist ein Wesen. Stimmt. Wenn man draufhaut. Was? Eins hat sie noch, oder? Ja. Ja, komm, dann machen wir nochmal. Für den Nahkampf. Das sind 12. Reicht schon. 14, 15. Viel Geld, sonst nichts. Hey, ja, viel Geld sind viel Geld. Ja, gut. Ich muss der alte Oma lange rumstricken. Fertig, weiter. Gut, die bringt das an einzelnen Goldmünzen wechseln. Ich marschiere des Tages und laufe einfach mal der Halle des Tal entlang
und würde mir nachts Geschichten erzählen lassen. Ich möchte mich so eine Queste hier nehmen. Nachts? Sicher? Hm? Nee. Kannst du dann tagsüber? Ja, ja, ich marschiere des Tages und dann höre ich mir Geschichte an. Ach so. Ja, ja. Also, aber für die Geschichte gilt trotzdem, dass es Tag ist, weil es könnte sein, dass nachts dann. Ich will doch nicht so links sehen. Sowas, dann ist es egal. Ja, ja, okay. Ich sage doch, das war der Flavortext. Okay. Ah. So, und dann würde ich hier dem Zeichen der Sonne nehmen. Soll ich es vorlesen? Ja, schon, klar. Das Lichtzepter wurde ganz weit oben auf ein abseits gelegenes Felsgestein gelegt, um dort im Sonnenlicht zu baden. Bis ein ehrgeiziger Held es nehmen würde. Wenn du vorhast, das Zepter Teil deiner Geschichte werden zu lassen, musst du den gefährlichen Felshang vor Sonnenaufgang nehmen und es dann genau im Moment des Sonnenaufgangs für dich in Anspruch nehmen. Genau, wo ist der gefährliche Felshang? Direkt gegenüber. Ach, schon praktisch. Genau. So. Ja, es hat alles keinen Wert. Bei Nacht. Straße und Joker. In diesen Ort hier rein. Eine Karte ziehen. Ein Gefährte, der abgeschmissen wird. Ein legendärer Gefährte. Ein Schatzsucher. Man sollte mehr Geld haben. Also ich heile mich mal für 3. Und dann kaufe ich mir noch so einen Scheiß da für 1 und du bist dran. Was denn? Ich weiß noch nicht was, ich muss mal gucken. Kamel oder ein Wasserschlauch? Ich nehme einen Wasserschlauch. Okay. Kann man eigentlich einen Wasserschlauch nur einmal haben oder kann ich auch mehrere von denen kaufen? Also ich habe verstanden, dann kann ich mehrere von denen haben. Mhm. Ich Wasserschläuche habe. Ja, vielleicht gibt es so eine Regeltechnik. Ja, wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Ja, so, oh ja, das ist relativ was wenig, ja. Noch kauft einer 5 Stück ein. Was soll das hier? Du kannst halt nur maximal eine kaufen pro Basarschritt, aber du darfst mehrere haben. So ist die Regel. Ja, auch ein bisschen komisch. Ja. Der muss erst sein Lager mit auffüllen. Ja. Was soll der Scheiß? Ist doch geil. Gut, dann gehe ich halt hier in den Sumpf rein und mache halt dort popige Einsen. Bei Kniffel hätte ich jetzt Sachen. Ja, genau. Okay. Also, grün. Oder ich blieb da. Nee, passt. In dem Sumpf warte auf dich, tags oder nachts? Tags. Ein asketischer Schlechter. Ein Bandit. Oh, Bandit. Manche entscheiden sich für das Banditenleben, weil sie den Reichtum lieben. Andere tun dies, um ihre Kampfkünste zu perfektionieren und hoffen, dass wiederum andere ihren Reichtum genug lieben, um ihn zu verteidigen. Er kämpft mit allem. Allem? Asketische. Wie viel hat er denn an? 13 auf alles. Nee, Lebenspunkte. Tagsüber, hast du gesagt, ja? Ja. Dann sind es 3. Dann werfe ich mal die Karte ab, dass er 1 weniger hat. Mhm. Machen wir einen Schicksalswürfel. Oh, 4. Das heißt, ich gebe mir auf Fernkampf plus 2, dann mache ich einen Fernkampfangriff. Mhm. Kommt dann auf 11, 13, 15, 17. Das reicht. Macht 2 Schaden, ist er tot. Ja. Die Belohnung. Ziehe so lange Marktkarten, bis du eine Waffe oder Rüstung im Wert von 5 Gold oder weniger findest. Wow. Nimm diese Karte dann ohne zu bezahlen und mische den Marktstapel. Was, Waffe oder Rüstung? Waffe oder Rüstung. Geil wäre. Nimm eine bis zu 5 Gold oder weniger, zahle dann 8 Gold und. Also, ich habe die eine Dreierwaffe, einen Drachenzahnhammer. Ja. Und weil der ja nicht dieses Waffensymbol hat, heißt das, ich darf von denen so viel haben, wie ich möchte, ne? Nee, weil das Wort Waffe-Doppelpunkt sagt praktisch, dass es eine Waffe ist und du darfst 2 Waffen haben. Ah, 2, okay. Ja. Dann habe ich jetzt das zweite. Das ist bloß, dass es aktivierbar ist. Mhm. Und du musst es dann drehen oder so. Weil es gibt ja hier auch noch dieses. Ach so, das ist Artefakt, glaube ich, gell? Ja, genau. Die können nur einmal pro Spiel so benutzt werden, heißt die Sandor, weil sie dann tilten muss. Oh, jetzt kann ich mit Keule und Hammer 3 Nahkampfschaden machen. 4 praktisch sind doch die. 4 Nahkampfschaden, das ist halt Magier. Sehr schön. So, dann mache ich gleich wieder ein Level up. Fertig? Jo. Mhm. Sehr schön. Und ja, dann gibt's schon mal Nahkampf Nummer plus 2, wenn es schon so gut läuft. Ich brauch dringend mal. Der Sturm hat sich verschoben. Oh. Ja. Ja, dann? Dann reiche mir die Schicksalswürfel. Ich gehe morgens früh des Tages und gehe los. Der Hitze des Tages. Hitze des Tages. So. Ich muss einmal über die. Halte mal. Der Hitze des Tages bekomme ich dann schon wieder 2 Erschöpfungsmarker. So. Und dann gehe ich einmal über die Schlucht
Und ich muss in die Schlucht, oder? Die Jungfrauengrenze ist der Schlucht. Oder ist das Felsgestein, ja? Felsgestein. Naja, weiß. Und schaut irgendwie auf so einem Feld stehe da. Ja, ich komme rüber. Ja. Spatsch. Ich komme da drüben an. Ich trinke noch eine Pulle aus meinem Wasserschlauch. Mhm. Damit ich meine Erschöpfung wieder abgeben kann. Korrekt. Und dann würde ich die Queste machen. Um das zu schaffen, musst du zunächst auf einen Felsgesteinfeld bei der Jungfrauengrenze in den Geschichten würfeln. Dann machen wir das nochmal. Hm. So, was haben wir? Ist Tag oder Nacht? Tag, es muss Tag sein. Okay, gut, dann. Na super. Hätte ich mir meinen Schluck aus der Pulle schenken können. Meine Quelle wurde entdeckt. Okay. Aber nur ein Schluck. Gestohlenes Gold wird entdeckt. Der Held erhält ein Geld. Nur gut. So, nehmen wir das und das. Und dann haben wir noch das Dünensymbol. Am Tag. Der aktive Spieler kann einen Abenteuer-Account auf jedes beliebige Abenteuer-Juwelenfeld nachlegen, auf dem nicht bereits ein Abenteuer-Account liegt. Was machen wir, oder? Alle, oder? Alle, alle zwei grüne oder gelbe. Komm, also auf du mir. Zwei grüne, ja, gelbe. Zack. Ja, ja. Und da hinten auch nur gelb. So eine grüne ist immer alles. Also gut. Das war's schon. War das die ganze Quest? Nein, und jetzt kommt. Dann musste die Prüfung Klettern bestehen. Alle Quests werden aufgefüllt. Juhu. So, ich muss klettern. Klettern. So. Ja, 19. Hey, das plus 2, 21. Plus Hand, 23. Und 16 muss ich haben. Und damit ist die Queste geschafft. Lichtzepter, ein legendäres Artefakt. Dein Held besteht automatisch alle Vorsehungsprüfungen. Was? Das habe ich vorher machen müssen. Geschichtenschritt. Jedes Mal, wenn du mit dem Geschichtenwürfel würfelst, kann dein Held zusätzlich zum Ausführen der gewürfelten Symbole einen Abenteuer-Counter machen. Hört, hört. Also gut, ich bin dran. Ich lauf mal gar nicht. Und bleib bei Hocker und mach nämlich hier so eine Karte-Ziehgeschichte da. Und nehmen wir mal das da. Der Ruf der Lampe in den stinkenden Abfalltonnen eines Krämers im Fort der Händler findest du die Lampe des Djinn. Unbestreitbar das mächtigste der legendären Artefakte. Aber die Gefahr ist, der Begleiter des Ruhms, den kaum jemand würde zögern, zu betrügen, zu stehlen oder sogar zu töten, um das Relikt zu bekommen. Kannst du den Hof der Weisheit erreichen, um den Umgang mit seiner Wortmacht zu erlernen? Das ist nicht weit. Um diese Quest zu vollenden, musst du zuerst den Bazar des Forts der Händler erkunden. Hä? Was ist das Fort der Händler? Was ist jetzt das wieder? Hier. Oh, das da. Fuck. Also doch erst dann. Ich muss den Bazar erkunden. Dann muss ich in jedem deiner weiteren Spielzüge zu Beginn deines Erfahrungsschrittes erfolgreich verstecken prüfen. Ach du Scheiße. Das geht so lange, bis du entweder den Bazar des Hofes der Weisheit erkundest oder bei einer Versteckensprüfung versagst. Ach, sie muss da noch und dann muss ich da noch und in jedem deiner weiteren Spielzüge verstecken. Naja, gut, immerhin 11. Naja, das schaffen. Okay. Würfel bitte. Ich reise tags, ja. Wohin lenken uns die Schritte? Heidesack. Ja, aber bleiben die dann hier oder kommt da was Neues? Geflogen. Bleiben die dann einfach? Also wenn die fliegen, dann kommt die wieder dahin. Okay. Ja, ja, genau. Also hier, da sind sie, die zwei Brüder. Ach, die muss ich killen, das sind die einzigen, die... Die da. Mhm. Auf die fünf, genau. Ah, dann schlägen wir etwa nachts an, aber gut, dann haben sie sechs. Ja, ist ganz so schlecht. Fertig? Mhm. Ich würde gerne hier mal so eine Queste aufnehmen. Und zwar die Wurzel der Macht. Bleibst also einfach sitzen. Genau. Die Axtkrieger der westlichen Hinterlandes sind berühmte Ehrengarden mit bester Ausbildung zur Bewachung von Prinzen und Priestern. Da komme ich. Diese respektiert nur solche Leute, die ihre Familienstammbaum mindestens 12 Generationen weit zurückverfolgen können und auch mindestens einen so starken Willen haben wie er selbst. So, ich gehe jetzt wieder in die Wüste hinaus und schalte meinen Klopfer ein. Bum, bum, bum. Und will einen Sandwurm reiten. Aber ich muss vorher wieder so eine dumme Kacke der Würfel. Ah, jetzt ist es besser. Okay. Eine Quelle wurde entdeckt. Ich kann Wasser saufen. Das ist okay. Akzeptiere ich. Und dann der Wind. Ich muss den Wind zwei Felder weit bewegen. Oh, der
kommt er zu mir. Mache es in die Richtung. So, gut. Und jetzt kommt das große Queste. Ich muss jetzt einen Sandwurm reiten und dazu muss ich dreimal die Springenprobe schaffen. Und die wird immer schwerer. 11, 13, 15. So, das schaffen wir doch. Komm, was soll das? Also, das erste Mal Loch ohne Respekt. 11 hat er geschafft. Ja, 16. 12. 12 wird auch reichen, weil ich kriege ja plus 5 dazu. Ja. Und die dritte ist jetzt mit 15 zu machen. Das sieht schlecht aus. Das sieht scheiße aus. Und ich glaube, ich kann auch gar nichts pimpen. Ach doch. Ich habe ja nur das da. Mhm. Aber 6 plus 5, das gibt ja 11. Und was gibt es da? Plus 3. Scheiße, wäre gar ein Punkt. Ah, hat jemand die Fähigkeit, ich kann ja was kopieren mit meinem Springen oder Handsymbol irgendwie pimpern. Gibt es da irgendwas bei euch, was ich klauen kann? Ich habe ja die Wunderlampe des Djinn. Ich habe hier noch was gegen Hybride und hier die Weisheit. Ja. Die Hybride, eine Art, die kommt wieder stark. Ey. Ja, aber das ist ja keine so eine Legendenkarte. Ne? Ja. Tja, dann habe ich es wohl nicht geschafft, einen Sandwurm zu reiten und dann muss ich die Karte abschmeißen. Oh nein! So ist es halt. Bumm. Ich bewege mich hier ein zweiter. Und machst du das nachts? Nein, und hol mir die hier. Dann habe ich meine. Dann habe ich die schon mal. Mhm. Auf dunklem Ross, das Ebenholzross im Palasthof der Vielsäulenstadt, die Rahmen ist mehr als es sein scheint. Es ist weder lebendig noch tot geschnitzt aus dem lebenden Holz des Baumes der Albträume. Es wird gemunkelt, dass eine mächtige Nachtgestalt, ein ruhmreicher Sohn und doch ein Held mit dunkler Vergangenheit, es eines Tages zum Sieg reiten wird. Großartig. Reite zum Sieg. Ja, das war's nicht schon, oder? Reite Postman. Gut, dann würde ich jetzt hier einfach mal verweilen, weil um diese Quest, die Wurzel der Macht zu vollenden, musst du einen Geschichtenwürfel auf einem Felsengestein der westlichen Weite. Das ist er dort. Westliche Weite. Da bloß noch zwei. Tieflandsymbol, der Sandmarker geht zwei weiter, so zu dir kommen. Kämpfe mich frei. Und das Ödlandsymbol, der Sandsturmmarker um ein Feld im Uhrzeigersinn. Das ist ja vorher Dreieck, ne? Okay. Na dann. So, und jetzt muss ich zwei Prüfungen bestehen auf Weisheit. Kannst du das, oder? Ich mache alle, genau, automatisch. Also, alle Weisheitsprüfungen. Was hab ich jetzt? Das ist so schlecht. Ist auf Weisheit. Das ist 20! Auf dieser Karte stehen alle Rätsel des Sphinx. Und ich so, beziehungsweise auch Weisheit und Widerstand, aber es läuft doch. Am Tag aus. Geht es ja, Mensch. Seid jetzt rein. Man hört nicht das Nichts. Die hast dich. Was ist morgens die Nacht? Und verkackt. Oh, jetzt schon. Ja. Ja. Ich hätte 13 braucht, knapp zu 12. Habe ich noch nicht. Tja, warum soll es dir besser gehen als mir? Okay, ja, das war dann nichts. Ich starte meinen Zug in der Wüste, aber es ist ja Nacht. Ich habe es schon erwähnt, dass es Nacht ist, also ist egal. Ja, scheiße. Was macht man hier? Schlucht. Ich brauche mal Geld. Das ist ganz klar. Ich würde einfach euer Feld nach rechts laufen, boom, und eine gelbe Queste machen, in der Hoffnung, dass da Geld drunter ist. Baum der Albträume, eine Abscheulichkeit. Nimm diese Karte, falls diese Abscheulichkeit von dieser Abscheulichkeit ausgerechnet wurde. Nö. Also vor dem Kampf prüfe Widerstand, Magie 11. Widerstand habe ich plus 2. Ja. Oh. Ja, locker. Locker. Bei Misserfolg kann ein Held in der ersten X-Kampf nicht angreifen. Okay. Ja, dann 14, 13, 17, 2, 1, 1. Also ich verteidige Fernkampf. Das reicht nicht. Zwei Schaden. Also gegen 14 halt. So, jetzt haue ich ihn tot. Ja. Jawohl, definitiv. Das, wie viel Schaden machst du? 3. Dann reicht's. Ja. Dann ist erledigt. 4 Geld. Na, immerhin. Gut, fertig. Ja, ich schleiche mich jetzt nachts diesmal an meine Oger an. Also er schlägt sich nackt an die Ober? Ja, ich schläge nackt an die Ober an. Okay. Ganz eingeölt. Da glänzt der Mond schon. Ja, ja. Hast du gesehen, da glitzert was. Das finden die zwei Ober bestimmt. Gut, und erste Kampfrunde. Ah ja, meine Würfel des Schicksals. Scheiße. Er hat sie
Zehner gewürfelt, freut sich nicht. Ja, bei den Zehner habe ich einen Malus von minus 1 für alle Werte und alle Schadenswerte. Das geschieht dir recht. Ja, von wegen. Oh, das ist übel. Was nehmen wir denn als nächstes? Das könnte jetzt böse schief gehen. Also ich verteidige mal gegen Fernkampf. 4 und 2 sind 6, 8, 10, 13, 12 reicht gerade so. Ich mache einen Fernkampfangriff. Das sind 10. 12, 14, 16 reicht. Aber minus 1 auf alle Schadenswerte heißt auch die hier, oder? Dieses plus 1, plus 1. Würde ich schon sagen, ne? Nein, ich hätte es halt einmal pro Kategorie. Auf alle Schadenswerte. Das ist natürlich böse dann. Aber alle Schadenswerte sind ja. Der Wert insgesamt, oder? Ja, ist halt die Kategorie. 3, okay, dann. Das ist ja total schrecklich. Ja, eben. Das ist mal vergangen. Dann mache ich jetzt 3 statt 4 Schaden auf die. Das, was hinter schräg auf der Klammer steht. Und aber wenn ich den Nachbarn angreife, haben sie 6 Leben. Und verteidigt gegen Magie. Das ist wahrscheinlich der Bosskampf in diesem ganzen Spiel hier. Tatsächlich, ja. Magie 16, ja, das reicht. 13, 15, 22 oder reicht. Dann verteidige ich nochmal Fernkampf, zweite Kampfrunde. Habe ich eigentlich noch irgendwas? 5, 7, 10, 9 gegen 12. Nee, dann machen sie 2 Schaden. Die nehme ich mal. Dann. Also ist das richtig Geld, was du bisher so im Spiel bist. Das ist jetzt, oder? 11, 12, so. Oh. Das ist so schrecklich. Was ist, wenn du flüchten möchtest? Beginn der Kampfrunde, eine Probe auf diesen Helm der Geschicklichkeit. Okay. Also ich verteidige auf das Dümmste, was wir jetzt machen können. Ich verteidige auf Nahkampf. 7, 9, 11, 13, 15, minus 1, 14. Reicht gerade so, sonst hätte er jetzt 5 Schaden gemacht. Mhm. Warte, mache ich mal einen Magieangriff. Reicht. 10, 12, 15, 17, 22, 21. Also macht 2 Schaden, minus 1 ist 1, dann haben wir nur noch 4. Oh, das so, echt und jetzt kannst du abhauen, Mensch. Ja, will ich aber nicht. Oh. Ich muss noch 2 Runden durchhalten. Ah, der Fernkampf. 9, 11, 13, 16, reicht. Verteidigung Nahkampf. Naja. 10, 12, 14, 16. Locker. Reicht. Angriff Magie. Reicht. Nächste Kampfrunde. Verteidigung nach Fernkampf. Reicht. 10, 12, 15, 17, 16. Du musst ja bloß noch einen Schaden machen. Kannst du jetzt auch verteidigen. Nein, aber ich muss mit dem mit Magie machen, um diese Rune des Lebens zu erzeugen. Das ist es ja. Verteidigt im Nahkampf und jawohl, jawohl. 15, 20, 22, 24 gegen 16. Damit sind die. Du musst es mit Magie schaffen. Okay. Der Nemesis besiegt. Die Scheißober. Die grimmigen Brüder. Okay, sehr lustig. Jetzt hast du 3 von 4. Ja. Und ich habe ihnen eine Lebensrune erschaffen. Lege 3 Erschöpfungen, wenn du sie erhältst, auf diese Karte. Bewegungsschritt, du kannst eine Erschöpfung dieser Karte abwerfen, um alle Erschöpfung und Leben deines Helden und aller seiner Verbündeten zu heilen. Du bist dran. Die durch die Reise bei Tage erlitten haben. Also nur für die, die mal bei Reise sind. Einschließlich die Trugbilder. Ich, bei Nacht. Und ich habe ja ein Level Up. Das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt muss ich mal sagen, wo hingehe, oder? Ausdauer. Düne, Vorderhändler. Ja. Ich gucke mir das mal an, was es da so gibt. Hier muss ich jetzt nach Iram gehen und muss 3 Passagschritt. 3 Tests auf Vorhersehung machen. Oh. Und ich habe Vorhersehung plus 4. Verstehst du das da? Nee, das hat er nämlich. Das weiß ich halt. Ah,
Ich hätte es dann schon gewonnen, weil ich habe nämlich das Gin-Ding und krieg automatisch einen Wasser. Also ich muss 3 Checks schaffen auf 11, 13 und 15 mit einem Bonus und plus 8 jeweils. Ich glaube, das ist machbar. Plus 8. Wo geht's hin? Schon fertig. Ja, der geht jetzt halt schnell rein und macht das Spiel aus. Schnell? Ja, aber das bin ja ich. Ich habe Bazaar-Aktionen gemacht und bin dann glaube auch fertig. Jetzt gibt es nur noch zum Weisen. So, okay. Okay, ich finde das danach. Ich nehme schnell mal das dann mal ab hier. Okay, ich würde jetzt tatsächlich einfach mal sitzen bleiben und würde diese Queste hier mir nachts verschmuggeln. Das Schöne ist, ja, passt also. Der Schlüssel für die versunkenen Städte von Alkalin passt in kein gewöhnliches Schloss, sondern ist vielmehr ein Beschwörungsrunenstein, der die Grenzen der Wahrnehmung erweitert. Aber nur die Erfahrung unendlicher Möglichkeiten an einem Ort des Nichts kann das Geheimnis der Erschaffung erlernen. Ich muss in eine, muss nachts da hocken in einer Ödnis und eine versunkene Stadt muss erscheinen. Na super, dann habe ich es geschafft. Da muss, ja, muss ich halt das richtige Würfel. Das richtige Würfel, das kann aber nicht dauern. Ach was? Komm, warum mit. Next. So, durch. Ich bin ja. Bewegungswürfel, 3 Stück bitte. Beziehungsweise. Aber solche Fähigkeit, glaube ich, von so einem Skill, wo ich sagen kann, das Würfelergebnis ist doch eine versunkene Stadt, nee, oder? Nee. Du kannst beim Geschichtenschritt kannst du immer auch noch ein Abenteuer-Counter dazu nehmen. Achso, dann warst du das. Das ist mein Licht. Du hast das klappt, Kit. Das Mor. Felsengestein-Symbol. Das ist Felsengestein-Symbol, ist doch. Ach so, das sind die Hügel. Scheiße. Ja. Ich geh mal hier rein und mach eine Bazaar-Phase. Fuck. Und dann alles gut. Bazaar-Phase. Ja. Yeah. Kein Geld. Na. Wo ist immer hier? Ein Begleiter. Komm, jetzt engagiere ich mir noch einen Wächter der Straßen, einfach, dass man so einen Begleiter hat. Das hat auch noch keiner bisher, ne? Als Telfs waren viel, gründeten die wenigen überlebenden Griffen einen neuen Orden, mit dem Ziel für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen, und zwar nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Land. Und kaufen wir noch ein Kamel? Ich reise. Ein Kamel? Bei Tag. Und vielleicht noch. Bei Tag reist er. Ja, wieder in der Stadt. Okay. Reisewürfel bitte. Reise. Und los geht's. So, wo reisen wir denn hin? 1, 2. Das ist das da, Hanna. Und das da unten ist Felsen. Das ist bestimmt auch irgendwo dabei. Ja, komm. Zack, zack, zack. Ich möchte gerne eine blaue Quest. Jetzt kriegst du aufs Maul. Nichts gibt's. Ein Entdecker-Hybrid. Obwohl diese Hybriden schnell zum Kampf bereit sind, sind sie trotzdem des Krieges überdrüssig. Falls du ihren Zorn besänftigen kannst, wirst du herausfinden, dass sie einfach nur eine neue Heimat suchen. Vor dem Kampf und auch so Kranzsymbole auffüllen, falls du irgendwas da. Vor dem Kampf, du kannst Diplomatie, Magie prüfen. Diplomatie, Magie. Du kannst, musst aber. Nicht. Und dann? Im Erfolgsfall besiegst du die Herausforderung, erhältst aber keine Belohnung. Also, außer die. Also, die Kämpfer in jeder Phase. Die kämpfen in jeder Phase. Das ist schlecht. Ist es Nacht? Nö, ist Tag. Okay. Also gut. Würfel. Würfel. Mit Fernkampf verteidige ich mich. Mit 14, 16, 19. Mhm. Okay. Und dann mache ich einen erfolgreichen Nahkampfangriff. Mit 10. 14, okay, 17, wie viel Schaden? 2! Okay, haben sie immer noch 2. Magie! Dann verteidige ich mich mit Magie. 14, 16, 18, 20. Fernkampf verteidigen. Oh, das wird nichts. 5, 7, 10. Ah, 2 Schaden. Was? 2 Schaden? Nahkampf. Ich greife an mit erfolgreichem. Oh je, yeah. Okay. Also, dann sind sie tot. 6 Geld. 6 Geld. Und Erfahrung. So, ich würde. Achso, ich gehe bei Nacht. Zack. Und eine. So.
Ich mache nicht das Abenteuer, ich mache einen Erzählschritt und beschwöre jetzt hoffentlich eine Stadt, die zum Himmel runterfällt. Nö. Doch, doch, ja. Das ist das Symbol, gell? Ja. Haha, also dann nehmen wir die, wo man sich beamen kann. Welche war das? Die rote? Die rote. Die habe ich schon aussuchen. Da. Ja. So. Halt, die anderen Symbole waren was? Die musst du alle abarbeiten. Aha, das ist überlebt, das kann ich. Achso, fuhr mal zurück. Das war ein Berg. Ja, und eine Ebene, also so eine Straße. Das waren nämlich nur zwei, ne? Nee, es waren 13. Ja, ja. Halt, das war's. Das gibt nur ein Bergsymbol. Ja. Und das ist mit Ebene und Straße. Ja, genau, mit Straße, das hätte ich da gewusst. Also gut, jetzt machen wir schon mal die Stadt und so. Ich darf dann auch gleich den Bazar besuchen. Das machen wir gleich. Moment, das war ja die Stadt, hieß es. Bumm. So, was haben wir noch? Eine Ebene und eine Straße. Ich verbündete. Und dann Sonnengrenze. Wie sieht es aus mit Sonnengrenze? Ja, aber das Spiel ist kaputt. Ist das wurscht? So, ich habe aber jetzt da deswegen eine Rune gefunden und das ist die Beschwörungsrune. Lege 3 auf diese Karte. Geschichtenschritt. Anstatt Geschichtenwürfel zu würfeln, kann ich einen abwerfen und die gleiche Wirkung, als hätte ich das Schluchtensymbol. Also ich kann Städte herbeirufen 3-mal. Wow. Super. Fertig. Und ich gehe jetzt noch einkaufen vielleicht hier. Ja. 59, kommt da mal an, da. Ich krieg Geld. Ist immer zu wenig. Völlig scheiße, ja. Also ich reise bei Nacht natürlich, weil ich habe nichts mehr zu tun. Das ist die Wolkenstadt. Mit dem kann ich nichts anfangen. Mit dem kann ich nichts anfangen. Die Würfel sind echt raus. Also 1. 2. Kamel 4. Dann bin ich hier, dann mache ich eine Geschichtenphase. Und wenn ich meine Karte habe, heißt das einfach, ich kriege ein Gold. Fertig. Okay. Ich schmeiß meinen Heiltrank ab und heile mich um 2. Das ist schon alles. Und dann marschiere ich mal los. Zack, zweimal laufen. Bei Nacht natürlich 1-2 gehen es vor der Hände. Das ist hier. Und dann kaufe ich mir hier für 11 den Seelenfresser. Aha. So, fertig. Okay, ich würde die Fähigkeit der Stadt nutzen und mich hier absetzen lassen. Bumm, wie vorher noch ein Dings. Jetzt kommt ein Gefährte aus dem Schatten weiter. Oh, warum sind die alle so teuer, echt? Hey, wie kommt denn ein Gefährte? Weil ich habe einen Gefährte Zoger aus dem Grundspiel, aber die sind alle unbezahlbar. Mach du 6. Was? Warum habe ich das jetzt gerade gemacht? Das war ja nicht. Ich hab viel mehr Geld. Ich habe gar kein Geld. Okay, ja, dann ist schon wieder vorbei. Ist großartig. Dann? Ich reise weiter nach, das ist so entspannend. Die Städte sind unbezahlbar. Ja. Was ist das hier? Das ist. Nee, nix. Ist die leer gekauft oder was? Ja, wahrscheinlich. 2. Habe ich vorher das hier noch gekauft und dafür meine was anderes verkauft. Achso. Ja, und da komme ich nicht weiter, also bin ich bis da. Das ist echt nur noch ein Rumwandern. Ein Gold aus meiner Karte und fertig. Ich nehme die Quest hier an. Total dumme Zug macht. Okay, ich bleibe hier. Achso, keine Ahnung. Was ist da? Das ist eine Schlucht. Jawohl. Dann haben wir eine Dürre. Jawohl. Und das ist ein Gebirge. Okay. Ich versuche mich jetzt an einer roten Queste. Der Ifrit. Oh, der ist noch. Eine sagenhafte Kreatur. Der Ifrit spielt gern mit seinem Opfer. So zuerst reißt er deine Beine aus oder die deines Pferdes, je nachdem, was er gerade unterhaltsamer findet. Falls dein Held durch diese Kreatur außer Gefecht gesetzt wird, musst du deine legendäre Transmog-Belohnung abwerfen, falls du einen besitzt. Hab ich nicht. Gut. So, der macht. Jo. Alles. Alles klar. Verteidige erstmal mit 16 ja, reicht oder so. 12. Gut, dann Nahkampf mache ich Angriff. Oh, 16 plus 7 reicht viel, macht 3 Schaden. Mhm, 6 hat er.
Okay, Verteidigung, Magie nehme ich mal an. Gegen 20. 15 plus 3, das reicht dann natürlich dann nicht, ne? Nein, dann machst du 5 Schaden. Hast du noch 5 Schaden? Ja, Magie ist ja ganz heftig. Bei den anderen machst du nur einen jeweils und bei Magie macht er 5. Okay, ist das nicht nochmal bei Sera? Ja, wenn du noch einmal knackst im Nahkampf, dann... Ja, also im Nahkampf hat er halt 18. Also Verteidigung, 12, 28, oder? Ja. Verteidigung, Fernkampf, jawohl, 16, ja, aber schon. So, jetzt kommt Nahkampf. Nahkampf, hau, 18, hau, hau. Oh! Ja, 12. 12 plus 7 ist ja. 19, 19. Reicht. Dann ist es gut, wenn du 3 Schaden machst. Taschengift geschafft. 8 Gold. Boah, sauberhaftig. 8 Gold und die Skill wieder. Halt. Rot. Achso. Schön, schön. Sehr schön. Schön. Okay, bravo, gut, bravo. Das ist schön. Dann nehmen wir doch das da, Hanna, machen das und dann ist das gleich ein Upgrade. Level up. War das in dem Spiel so, dass wenn ich Level Up auf Healing mache, dass ich mich dann auch gleich voll heile, oder war das ein anderes Spiel? Das wissen wir noch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee, glaub ich nicht. Aber es könnte sein. Es gibt doch solche Spiele. Ich lese mal. Ist das Grundspiel? Okay. Genau. Ja, ich gehe jetzt bei Nacht in die Stadt und mache meine Queste. Ich versuche es zumindest. Also ich gucke mir dieses Geisterross an. Ich erkunde den Bazar von Iram und muss die Vorhersehung 11 schaffen. Mit 18 gewürfelt, locker 26. Dann nochmal Vorhersehung. Hey, sag mal, guck mal die Werte an. 17 und 18. Ja. Und Vorhersehung 15. Ja, 9. Hier sind schon 6 drin, also geschafft, beendet. Und ich habe ein Ebenholzross. Ah. Hast du jetzt 4? Ja, dein Helm besteht automatisch eine Springenprüfung. Ach, das ist das legendäre. Bewegungsdings. Gut, pass mal auf. Dann. Bei der Reise kannst du bis zu 2 Felsgesteinfelder betreten, ohne dafür Bewegungsfelder Würfel zu nutzen. Ich lese vor: Der erste Held, dem es gelingt, seine Geschichte zu Ende zu führen, gewinnt als Preis die Unsterblichkeit. Und seine Geschichte wird den 99 Geschichten von Al-Kalim hinzugefügt. Solange seine Geschichte im Laufe der Zeit immer wieder erzählt wird, gewinnt er ewiges Leben. Also, du bist jetzt wirklich unsterblich, sondern du lebst deine Geschichte. Die Helden vollenden ihre Geschichten im Sinne. Genau, so. Also, du bist jetzt praktisch in den das Geschichten, aber, den andere Leute. Wenn das die 100 ist, dann müssen die anderen 99 auch ein bisschen schwach gewesen sein, oder? Ah. Ich habe mich dann jetzt zwar auch reingeschlichen. Das war's. So, gratuliere. Oh, jetzt, wo ich eine Eisaxt und eine Seele empfange. Nee. Ich hätte jetzt erst was. Das hätte nicht lang gedauert. Ich hätte noch mehr gebraucht. Aber ich bin das Spiel ohne Gegenstände und Rüstungen durchgekommen. Das ist doch gut. Ja. Schön. Es ist halt ein bisschen sehr zufallsbedingt. Ja, das stimmt schon. Aber das ist immer mit der. Nee, das ist okay. Ich finde es die Karte. Und Würfel und so. Viel länger willst du auch nicht spielen. Irgendwie. Ja, genau. So vorher sich hinspielen. Der größte Pferd, den du machen kannst, ist ja Runbahn zu viert oder so zu spielen. Ja, zu sechs geht es ja theoretisch. Das ist ein Albtraum, kann ich mir vorstellen. Das ist ein perfektes Zweispielerspiel eigentlich. Eigentlich gemütlich, ja. Vor dich hinquesten, ja. Mit jemand anderem einen Abend lang. Und das Al-Kalim ist ja jetzt generell ein kurzes Spiel, weil du ja einfach bloß Zeug sammelst. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das kurz, so kurz ist. Theoretisch müsste es so sein. Schon das, ich habe irgendwie den Eindruck, es gibt mehr Möglichkeiten, es geht schneller. Deine Quests automatisch, weißt du, Probe automatisch machen, das ist ziemlich simpel zu bekommen. Und Skills sind hier viel wichtiger. Also theoretisch finde ich nett, diese Questen, die hast du ja in der dritten Edition auch. So, geh dahin und mach das. Das ist ein bisschen blöd, weil du halt mehr rumreisen musst. Dass du auch, dass es keinen Nullzug gibt, dass du also quasi immer diese Geschichten kann. Da finde ich die aber ein bisschen unterwältigend, was hier rauskommt. Das ist so. Da können wir mehr aufbauen. Da hast du alles gesehen, auch zweimal. Ja, das stimmt. Aber das sind meistens positiv, das ist schon mal nicht schlecht. Das tut nicht weh. Oder dass du halt beim Stehenbleiben dann halt die Karten ziehst. Ich finde es schön mit den Städten, die verschwinden und wieder erscheinen. Das ist ganz chillig. Der Sturm ist ein bisschen ein Witz. Ne? Also der macht ja nicht wirklich was. Aber es ist cool, dass der da ist. Das ist halt einfach, weil du ein Spiel in der Wüste einen Sandsturm brauchst. Ja, ja. Wüstenreiner. Schön nette Variante, die kurzweiliger auf jeden Fall, ja. Ah, schön. Gut. Schönen Abend. Das war die Bestellung von Al-Kalim. Nimmst du davon, dass da jemand noch zuguckt? Nach also, Zeit, es gibt da Leute. So, die gucken sich das komplett an und dann sagen sie dir, Minute 47 hast du einen Token genommen, der war falsch. Noch zum Schreiben. Get alive! Ja, aber echt, das ist echt normal.
wir haben zwischendurch mal immer wieder vergessen, dass wenn du Erschöpfung hast, dass du dann nur mit 4 Würfeln darfst bei der Bewegung. Ja, das hatte ich ja nur vermieden, weil ich, wenn ich Erschöpfung habe, dann mache ich auch weniger Schaden. Deswegen habe ich immer geguckt, dass ich nachts wandere, die ganze Zeit. Alexa, stopp. Weil mein Zwerg, der sagt, er hasst die Hitze, der will nachts wandern. Ja, und nachts beim Nachtwandern ist ja hauptsächlich bloß, weil die dann mehr Hitpoints.